Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Architekturzentrum Wien. Für die, die uns noch nicht kennen sollten, sind hoffentlich nicht viele in diesem Raum. Das Architekturzentrum Wien ist das Österreichische Architekturmuseum. Es gibt auch die aktuellen Programme aufliegend auf den Sesseln. Wir, wie Sie gesehen haben, im Hof, wir bauen gerade ab, um und bereiten die nächsten Ausstellungen und Projekte vor. Heute treffen wir aber uns zur Runde, wie weiter mit der Baukultur in Österreich. Die ist eine Veranstaltung, eine Diskussionsveranstaltung, die wir gemeinsam mit der Plattform Baukultur veranstalten. Die Renate Hammer wird vertretend für die Plattform Baukultur gleich auch noch ein paar Worte sagen. Ich freue mich sehr, dass wir die Veranstaltungen heute bei uns machen können. Architektur, Stadtentwicklung, Baukultur sind ja immer eher Themen, die so ein Hintergrundrauschen bildet, die meistens nur dann an die mediale Oberfläche gespült werden, wenn es irgendeinen Skandal gibt, wenn irgendwas stört, wenn einzelne Projekte hochploppen und sonst rauschen sie so im Hintergrund dahin. Was mir ganz unverständlich ist, weil es die Disziplinen sind, die gesellschaftlichen Faktoren sind, die wirklich unsere Lebensqualität, das, was das gute Leben ausmacht, beeinflussen, sei es den Umgang mit Ressourcen, sei es eine gebaute Verteilungsgerechtigkeit, sei es die Möglichkeiten für ein Zusammenleben in einer zunehmend diverseren Gesellschaft. Insofern müssten wir eigentlich dauernd über Baukultur reden und ich freue mich, dass nun die bevorstehenden Wahlen uns einen Anlass geben, auf eine breitere gesellschaftliche Weise über Baukultur zu reden. Und ich freue mich auch sehr, dass die Sibylle Hamann sich bereit erklärt hat, die Moderation zu übernehmen, weil sie als pointierte politische, gesellschaftliche Journalistin dem auch eine Dimension geben kann, die uns, glaube ich, alle sehr interessiert. Und damit möchte ich an die Renate übergeben. Ja, schönen Abend. Ich möchte es ganz kurz machen, weil es doch eine Veranstaltung ist, wo es um die Diskussion gehen soll. Und aus unserer Sicht, und was jetzt? Wir haben fast 10 Jahre lang darüber diskutiert und uns dafür eingesetzt, dass es baukulturelle Leitlinien des Bundes geben soll. Die haben die verschiedensten Namen gehabt in den letzten 10 Jahren. Jetzt sind sie hier, Sie können die auch hinten am Tisch entnehmen. Die baukulturellen Leitsätze wurden im Ministerrat einstimmig beschlossen vor einem Monat, was vielleicht noch viel verwunderlicher war. Sie wurden im Vorfeld auch im baukulturellen Beirat des Bundes einstimmig beschlossen. Das ist ein wesentlich größeres Gremium mit noch viel mehr unterschiedlich gelagerten Interessen. Und wenn Sie diese Leitlinien lesen, dann denkt man sich, naja, es ist eigentlich sehr naheliegend und vor allem auch sehr notwendig und trotzdem scheint es so, als wäre es ein wirklich aufwendiger, langwieriger, mühseliger Prozess, hierüber Konsens zu erzielen. Die baukulturellen Leitlinien sind da, sie sind eine Selbstverpflichtung des Bundes. Ihnen allen, wie Sie hier sind, vielen Dank fürs Kommen, kann es passieren, dass Sie aus dem und was jetzt und wie jetzt verantworten werden müssen nach den nächsten Wahlen. Und genau darum soll es gehen in der Diskussion, wie kommen wir in die Umsetzung von Leitlinien, die ganz gemeinsam und im Konsens beschlossen wurden. Und damit darf ich übergeben, liebe Frau Sibylle Hamann, vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke. Ich denke mir gerade, da sind so schöne viele Sessel frei, wo man am allerbesten sieht. Da müsste ich mir auch gar nicht so den Kopf verdrehen zu ihnen hinüber. Also wenn wer da noch Platz wechseln möchte, wäre das super. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Um Baukultur geht es hier heute. Ich vermute, das Thema Baukultur wird diese Wahl nicht entscheiden. Trotzdem wird aber nach der Wahl auch weiter gebaut. Und das ist für uns alle ja nicht unwichtig. Wie wird gebaut werden und was können wir tun, damit eventuell besser gebaut wird? Darüber
werden wir heute mit den Vertretern und Vertreterinnen der Parteien reden. Ich darf Ihnen vorstellen, alphabetisch gesehen, neben mir sitzt Christoph Chorherr, Gemeinderat von den Grünen. Neben ihm Stefan Gara, ebenfalls aus dem Gemeinderat für die NEOS. Brigitte Jank kommt aus dem Nationalrat zu uns für die ÖVP. Und Wolfgang Zingel ist auch noch im Nationalrat, tritt jetzt allerdings für die Liste Pilz an. Das allerdings will ich jetzt nicht gewerten. Genau, das habe ich wieder gestrichen. Nicht bei uns ist leider Elisabeth Hakel, die uns kurzfristig abgesagt hat von der SPÖ. Nicht bei uns ist auch Walter Rosenkranz von der FPÖ. Beide haben uns allerdings Antworten auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld schon geschickt und ich werde daraus bei Bedarf auch zitieren. Ja, diese baukulturellen Leitlinien, ich muss zugeben, ich habe die zum ersten Mal in die Hand gekriegt bei der Vorbereitung auf diese Diskussion. Die wurden im August beschlossen von der Regierung und da steht so ziemlich alles drin, was gut und richtig und schön ist. Also, dass qualitativ hochwertig gebaut werden soll und nachhaltig und ressourcenschonend und auch noch ästhetisch schön. Ich hätte Sie mal ganz gern gefragt, haben Sie die alle schon gekannt, bevor Sie hierher gekommen sind oder nicht? Also, ich kannte sie nicht. Ich kenne sie auch jetzt noch nicht, um ganz ehrlich und offen zu sein, weil in der Schnelligkeit, wie Sie sehen, wollte ja eigentlich der zuständige Kollege kommen, der aber bedingt auch, was ich absolut verstehe, durch den Wahlkampf verhindert ist und, glaube ich, eine Gemeinderatssitzung auch noch hat, weil er Bürgermeister ist und ich nicht mehr antrete für den nächsten Nationalrat und ein bisschen einschlägig sonst beruflich tätig bin, ist es schon sehr erstaunlich, dass, wie ich vorhin gehört habe, daran über Jahre gearbeitet wurde und dass das eigentlich irgendwie keinen Weg an die Öffentlichkeit oder einer öffentlichen Diskussion gefunden hat. Unter anderem dafür sind wir da, aber auch, dass es in der Politik noch nicht ganz gesickert ist, ist natürlich eine interessante Information. Okay, in manchen Teilen der Politik. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Thema an, Flächenverbrauch. Ist eine wichtige Sache. Täglich 15 Hektar, habe ich gelesen, werden neu in Anspruch genommen und versiegelt. Das sind Bau- und Verkehrsflächen, Straßen, Parkplätze, Supermärkte, Wohnbauten, alles Mögliche. Das heißt, die Siedlungsfläche, die jeder und jede Einzelne von uns in Anspruch nimmt, sind heute 533 Quadratmeter. Das ist doppelt so viel wie noch in den 50er Jahren. Jetzt wächst ja Österreich nicht mehr rasend schnell bevölkerungsmäßig, dennoch geht der Flächenverbrauch rasant weiter. Dass das nicht ideal ist, wissen wir alle. Was allerdings kann man dagegen tun? Ich möchte mal in die Runde werfen, wer möchte anfangen? Bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir brauchen hier, sage ich mal, einen sehr starken Perspektivenwechsel, also wirklich ein Umdenken, denn eines der großen Probleme sind letztendlich hier die Gemeinden, die nach teilweise Lust und Laune widmen und es letztendlich hier keine übergeordnete Strategie gibt. Das heißt, dieses Umdenken in der Raumordnung ist einfach letztendlich ein zentraler Punkt, weil wir sehen, dass so viele Verkehrsflächen hier verbraucht werden, ohne darüber nachzudenken, wo man sinnvoll verdichten könnte etc. Das heißt, hier braucht es auch auf einer österreichweit, auch auf der Verfassungsebene, einfach klare Zielsetzung, was die nachhaltige Bodennutzung betrifft. In dieser Form können wir so letztendlich nicht weitermachen und ich denke, das ist ein gemeinsames Ziel und so wie letztendlich diese baukulturellen Richtlinien jetzt eigentlich nur vom Ministerrat beschlossen werden, sollte das eigentlich auch vom Nationalrat beschlossen werden, von allen Parteien und hätte damit natürlich auch eine ganz andere Basis und Grundlage, auch teilweise in geltendes Recht übergenommen zu werden, zumindest als Wertehaltung. Ja, und das halte ich für eine sehr zentrale Forderung. Wer hätte denn da was dagegen? Ich glaube, also dagegen kann man gerade in dem Forum hier gar nichts haben. Aber
Das Problem ist, glaube ich, auch, wie kommen wir dorthin? Ja? Und wenn ich dann denke, dass es die Zivilgesellschaft war letztlich, also die an Architektur und an Baukultur Interessierten, die sie überhaupt so weit gebracht haben, dann glaube ich, dass es auch weiterhin die Zivilgesellschaft sein wird müssen, die letztendlich dorthin kommt, dass das über die Gesetze und über die entsprechenden Verordnungen Wirklichkeit wird, was im Interesse dieser Zivilgesellschaft ist. Und je mehr Unterstützung diese Zivilgesellschaft von Seiten der Politik bekommt und je mehr Unterstützung diese Zivilgesellschaft von den Medien bekommt, umso leichter ist das Ganze. Das sind ja nicht böse Politiker oder Politikerinnen, die da oben sitzen, sondern die brauchen manchmal ein bisschen Druck, wenn sie sich nicht so auskennen. Und ich war bis jetzt immer bereit, diesen Druck auszuüben, teilweise, naja, teilweise ist gut, aber relativ viel geholfen, dass es so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Aber jetzt sind wir erst zu dem Punkt, wo dann die Umsetzung beginnt. Und ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis, weil im Jahr 1999 bin ich vom damaligen Bundeskanzler gebeten worden, das Weißbuch zur Kulturpolitik zu schreiben. Und das ist auch über diverse Gremien und kooperative Verfahren zu einem Abschluss gekommen, der dann vom Ministerrat beschlossen wurde. Also dieses Weißbuch ist aber immer noch in meiner Schublade und kaum in einem Punkt umgesetzt worden. Das heißt, also das, was bis jetzt erreicht wurde, diese Verschriftlichung des Wollens ist ganz wichtig, aber der nächste Schritt ist der noch wichtigere und da braucht es noch einmal die Anstrengung der Zivilgesellschaft, um das dann auch umzusetzen und wir werden schon helfen. Ich möchte auf die konkrete Frage eingehen, da, wie viel wird in Österreich täglich verbaut? Also ich habe jetzt auch die Umweltbundesamtzahlen, die sind sogar noch ein bisschen höher täglich, also ich habe da die 22,4 Hektar pro Tag, wie viel sie auch immer sind, sind 31 Fußballfelder und ich halte das für eines der unterschätztesten Themen, die wir in Österreich überhaupt haben. Es ist nicht nur zu hoch, sondern ist zum Beispiel signifikant pro Kopf über Deutschland. Das Mikro. Ja, also und das sind unwiederbringlich vergebene Flächen. Jetzt muss man in einem Fachpublikum sagen, leider hat schon von der Kompetenzvergabe der Bund her einen relativ geringen Einfluss. Das sind betrifft die Länder und die Gemeinden, die können aber was tun. Und ein Wien-Beispiel, ein Salzburg-Beispiel. Ich habe mir die Pro-Kopf-Werte jetzt angeschaut, wie viel pro Kopf von diesen 22 Hektar in den verschiedenen Bundesländern sind. Ich ärgere mich immer, wenn in Zeitungen dann Österreich wird zubetoniert, dann kommt ein Wiener Foto rein. Jetzt lasse ich, weil ich wenig Zahlen bringe, ja, aber nur Größenordnung. Von den 22 Hektar pro Tag sind es 5,4 in Oberösterreich, 5,7 in der Steiermark, 4,6 in Niederösterreich und 0,1 in Wien. Also die Politik, die Wien vertritt, gegen viel Widerstand, verdichtet bauen, ist die einzige Lösung. Also man muss jetzt nicht in Niederösterreich auf 0,1 runter, aber wenn man von 4,6 auf 1 Hektar runterkommt, und zum Beispiel kein aktuelles Beispiel aus St. Pölten, wo in St. Pölten Einfamilienhausgebiete ausgewiesen werden. Ich mache ein anderes Beispiel, die Station, bringen wir Tullnerfeld und Tullnerbach durcheinander. Tullnerfeld. Dort würde sich sowas wie die Seestadt anbieten, also moderat, eine verdichtete Stadt. Niederösterreich sagt, wir wollen keine Stadt. Ja? So, also das ist ein Verhältnis 1:50 und über Deutschland. Das Zweite ist, was die Gemeinden könnten aufhören, ich muss ein bisschen über Wien Werbung machen, ja, die ebenerdigen Einkaufszentren an die Stadtränder oder an die Ortsränder zu bringen, davor ebenerdige Garagenplätze und das wichtigste Wort der Raumentwicklung lernen, das hat 4 Buchstaben und das heißt Nein. Also weiß ich, wem es aufgefallen ist, in den letzten Jahren wurde in Wien, da haben wir mit der Wirtschaftskammer gemeinsam gekämpft, kein einziges neues großes Einkaufszentrum errichtet. Da musst du einfach Nein sagen können, auch wenn du enormen Druck ausgesetzt bist. Und darum komme ich auf ein Salzburger Beispiel, jetzt ergänzend zum Wolfgang Zingel. Ich bin sehr für die Zivilgesellschaft, muss auch die politischen Verantwortlichen was tun. Die Raumordnungsgesetze sind Landessache. Und da wird unterschätzt, österreichweit, was die Astrid Rössler gegen erbitterten Widerstand der Handelskonzerne und der Kronenzeitung, füge ich jetzt hinzu, durchsetzt. Sie hat jetzt ein neues Raumordnungskonzept herausgegeben, das die Einkaufsmärkte begrenzt, dass Zersiedelung
begrenzt, das befristete Widmungen ermöglicht. Da spielt Rambo Zambo in Salzburg. Ich sage das deswegen, weil sie ordentlich unter Druck ist deswegen, weil das sind natürlich manifeste ökonomische Interessen und da musst du eine Landes- und Gemeindepolitik haben, die das wichtigste Wort kennt. Nein. Brigitte Young, wie ist denn die Position der ÖVP dazu? Ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor. Ja? Also Sie stellen viele Bürgermeister jetzt in der männlichen Form in ganz Österreich. Die sind ja zentrale Akteure in dieser Frage, wo wird gewidmet, wo kommt was hin? Wie kann man auf die einwirken? Naja, man könnte natürlich schon was tun bei Punkten der Umwidmungen in den Gemeinden und dort Verpflichtungen auferlegen, dass ein bestimmter Anteil bei den Umwidmungen, damit eben also nicht nur Einfamilienhauswidmung gegeben ist, sondern solche Umwidmungen auch für den geförderten Wohnbau vorzusehen, einen bestimmten Anteil solcher Umwidmungen. Das würde nämlich verpflichten dann auch, weil die Widmung auch da ist, dass man eben nicht das einzelne Einfamilienhaus nach dem anderen errichtet, wiewohl natürlich für uns als ÖVP ein ganz hohes Gut die Eigentumsbildung ist. Also wir halten die Möglichkeit, sich Eigentum zu schaffen, für wesentlich, und Grundeigentum und das Eigenheim ist natürlich ein wesentlicher Teil auch der persönlichen oder der familiären Entwicklungen, die in Österreich traditionell so sind. Wir haben den Zuzug in den Städten allerdings auch als Faktum zu sehen. Das heißt, Wien wächst, aber nicht nur Wien wächst, sondern Städte wachsen weltweit. Auch das ist erkennbar, dass es hier eine Veränderung im Verhalten der Menschen offensichtlich gibt. Und auch das, glaube ich, muss man politisch mitsehen und mitdenken, wenn man langfristig gestalterisch tätig sein will. Aber über all dem steht natürlich schon jetzt mehrfach angesprochen die Situation, dass wir sehr föderal sind und dass sehr viele dieser Bestimmungen, die hier eigentlich greifen könnten, länderweise geregelt sind und daher der Bund eigentlich keine Möglichkeit hat, hier einzugreifen. Naja, warum hat der Bund keine Möglichkeiten? Da braucht es immer politische Intentionen und Parteien, die das ermöglichen. Das ist relativ einfach. Ne? Und das Problem, das ich immer wieder sehe, und nicht nur ich, ist, dass je lokaler, umso leichter sind die Politiker beeinflussbar. Ja? Also ein Bürgermeister lässt sich von einem ortsansässigen, potenten, keine Ahnung, Sparkassenleiter oder Baumeister leichter unter Druck setzen, der mit Arbeitsplätzen droht, die verloren gehen und, als wenn er ein Gesetz hätte, das bundesweit gilt oder EU-weit gilt oder möglicherweise weltweit gilt. Ja? Und das ist auch das Problem, dass wir von dieser Verländerung und von dieser Regionalpolitik nicht wegkommen zu einer zentraleren Politik in dem Bereich, weil damit es auch den Bürgermeistern erschwert wird, hier sich durchzusetzen gegen oft ihre eigenen Interessen. Es ist ihm auch wirklich schwer. Wenn der Bürgermeister sagen könnte, ich kann nicht, ich würde ja gern, aber das Gesetz verbietet mir das, dann wäre es leichter. Und die Astrid Rössler setzt sich da wirklich durch, keine Frage. Aber in Wien ist schon sehr dicht verbaut und hat daher kaum mehr Möglichkeiten, Grünraum irgendwie zu betonieren. Aber wenn ich mir den Wilhelminenberg anschaue zum Beispiel, dann droht dort einiges wieder, wo ich sage, das ist nicht unbedingt notwendig, das könnte man anders machen. Wir wollen es nicht Stadtpolitik machen, sondern ich möchte nur darauf hinweisen, dass es über Bundesgesetze und auch über entsprechende Förderprogramme, wie es auch in Deutschland, in anderen Ländern möglich ist, durchaus Anreize geboten werden könnten, die diesen Forderungen Nachdruck verleihen. So Diskussionen tendieren dazu, dass man sich da höflich alle einer Meinung sind. Da würde ich in Wertschätzung von Frau Young auch tiefe Unterschiede herausarbeiten. Und das betrifft die Bodenpolitik. Sie haben angesprochen, jeder soll sehr recht haben, sehr Heidel zu kaufen. Ja, aber ich glaube, das betrifft, Sie haben recht, alle Ballungsräume,
Momentan gehen die Bodenpreise durch die Decke. Und das ist eine zutiefst ideologische Frage, ist Grund und Boden ein Gut wie jedes andere, wie das Mikro, wie meine Brille, dass man handeln kann oder nicht? Unsere Position ist eindeutig, nein, das ist nicht der Fall. Hierin erkläre ich es nur mit einem Satz, wenn da die Nachfrage nach meinen hässlichen Brillen steigt, werden mehr Brillen produziert. Wenn die Nachfrage nach Grund und Boden in Ballungsgebieten steigt, kannst du nicht mehr Boden herstellen, sondern steigt nur der Preis. Das erleben wir auf eine unfassbare Art in Wien derzeit. Also wenn wir nicht eingreifen, und ich glaube, dass das in Graz und in Innsbruck und in vielen Städten ähnlich ist, werden wir in wenigen Jahren keinen sozialen Wohnbau mehr produzieren können, weil die Errichtungskosten und die Grundkosten schon gleich sind. Da wird spekuliert, unfassbar. Und da gibt es eine einzige bundespolitische Notwendigkeit. Sie soll den Ländern und Gemeinden ermöglichen, einzugreifen. Und das lese ich Ihnen. Und in Österreich haben wir Eigentum sehr hoch bewertet, auch verfassungsmäßig. Das heißt, wir haben sehr starke Grenzen in der Landesverfassung zu sagen, wir zwingen im Zuge einer Umwidmung einen Anteil preislich gebundenen Wohnbaus zu errichten. Das sagen viele Juristen, das geht nicht. Und das lese ich eine Verfassungsbestimmung vor und ich lasse dann raten, von wo die ist. Also in Österreich haben wir, das Eigentum ist wenig eingrenzbar aus einer Geschichte, die Frau Young gut dargestellt hat. Ich lese Ihnen die Verfassungsbestimmung vor. Es ist mir so wichtig, die Bodenpolitik, dass ich das ausweise. Ja. Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit, schreibt diese Verfassung. Offenbarer Missbrauch des Eigentums oder des Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz. Und jetzt kommt's. Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staatswegen überwacht. Missbräuche sind abzustellen. Steigerungen des Bodenwerts, die ohne besondere Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das frage ich Sie. Ist es Kuba, Venezuela, Nicaragua oder der Freistaat Bayern? So, impliziert, was die Antwort ist. Das ist im Freistaat Bayern so. In Bayern kannst du viel restriktivere Bodenpolitik machen und in Holland auch, weil du bundesgesetzlich dazu ermächtigt bist. Also wenn ich einen Wunsch an den Bundesgesetzgeber habe, lasst uns in den Ländern und Gemeinden bodenpolitische Maßnahmen setzen, die unsympathisch am ersten Blick wirken, aber die uns ermöglichen, langfristig diesen wesentlichen knappen Boden gerecht zu verteilen. Derzeit werden Gewinne gemacht, nur auf dem Handel des Bodens Landbanking, wo überhaupt nichts beigetragen wird für öffentlich. Das ist eine ganz eine zentrale Frage und ich bedauere sehr, dass die in der gesamten politischen Diskussion so eine geringe Rolle spielt. Und ich glaube, dass die ÖVP und auch teilweise die Sozialdemokratie, ich bedauere das sehr, 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 dass die heute nicht da sind, da Schwierigkeiten haben wir, ja, das darf man nicht, und da fürchten sie den Leid und dem Häuselbau nicht mehr Haushalt. Nein, im Häuselbau nicht, nämlich nicht sein Haus. Wir gab einen Grund, auf dem wir 700.000, 2.000 Wohnungen errichten können. Der hat einen Preis von in der zweistelligen Millionenhöhe und verunmöglicht uns, sozialen Wohnbau zu errichten. Das ist ein Irrsinn und da brauchen wir eine bundespolitische, verfassungsmäßige Ergänzung wie das kommunistische Bayern. Ich würde ganz gern zur Frage des sozialen Wohnbaus nachher kommen, aber bei der Frage des Eigentums bleiben. Da haben uns nämlich der Herr Abgeordnete Rosenkranz von der FPÖ auch zukommen lassen, ein Statement, das diametral dem widerspricht, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Die FPÖ meint nämlich, ein Eingriff in Eigentumsrechte ist auf jeden Fall abzulehnen. Und ich vermute jetzt auch andere Parteien, Frau Jank hat vorher das Wort Eigentum selber verwendet und auch die Position der Neos, vermute ich einmal, wird da ein bisschen anders sein. Beim Herrn Zingel weiß ich es noch nicht. Sehr überraschend. Bitte. Ich würde gerne was zum Vorschlag vom Herrn Korher sagen. Also den hoheitlichen Eingriff, so wie er jetzt skizziert ist, dem kann ich mir nicht ganz anfreunden, jetzt so ad hoc. Aber was, glaube ich, schon eine Möglichkeit wäre, die zivilrechtliche Vereinbarungen zwischen Gemeinden
und den Bauwerbern oder möglichen Käufern oder so zu treffen. Also um hier eine auf den Fall abgestellte Möglichkeit zu geben, gestalterisch auch von Seiten des politischen Systems zu wirken. Das wird aber wahrscheinlich auch Verfassungsrecht sein, weiß ich nicht. Also, Sie liegen richtig. sage ich, zusätzliches Eingreifen ins Eigentumsrecht ist eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Ich glaube, dass es schon eine Reihe von Möglichkeiten gibt, hier auch entsprechend durchzugreifen. Befristete Baulandwidmungen etc. sind einfach Möglichkeiten, um auch hier die Spekulation hintanzuhalten. Und generell sage ich eigentlich auch, also wir sind also gerade jetzt auch im Beispiel Wiener Raum einfach sehr stark für das Thema Baurecht, ja, also kein Verkauf von Grundstücken, weil Aufgabe der Politik ist es letztendlich, volkswirtschaftlichen Nutzen zu maximieren. Und daher ist es in jedem Fall sinnvoll, ab hier Baurechte zu vergeben. Damit kann ich auch die Errichtungskosten drastisch reduzieren und habe langfristig auch noch Gestaltungsspielraum. Also das ist für uns immer wieder eine sehr klare Position, die, glaube ich, diesen Kompromiss zwischen Eigentum, aber letztendlich trotzdem auch Möglichkeit, langfristig auch günstiger zu bauen, ermöglicht. Zusätzliche Eingriffe in der Form ist das, was wir eigentlich ablehnen, denn es braucht auch langfristig die Rechtssicherheit und die wäre nicht gegeben bei privaten Investitionen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wir brauchen von der politischen Seite her ganz klare Spielregeln von Anfang an. Also auch die Stadt, eine Gemeinde muss ganz klar sagen, für dieses Grundstück, hier entwickeln wir verschiedene Möglichkeiten, das sind die Spielregeln, unter denen wir uns vorstellen, wie das entwickelt wird. Und dann gibt es einfach verschiedene Private, die sagen, okay, wir nehmen diese Spielregeln an oder nicht. Ja, damit habe ich sehr wohl die Möglichkeit, klare Spielregeln zu haben, aber auf der anderen Seite auch, sage ich, Marktinstrumente walten zu lassen. Ja, also ich bin ein realpolitischer Kubaner. Ja. Also auf der einen Seite würde ich ganz gerne natürlich solche Eingriffsmöglichkeiten befürworten, aber realpolitisch ist das, das wird es nicht sein. Ja, das werden wir nie haben. Das werden wir sehr lang. Weil, das hast du gerade jetzt gehört, und da fehlen noch zwei Parteien, die werden das auch nicht. Also das können wir weiter fordern, ja, aber das wird nicht sein. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch fiskalische Möglichkeiten. Man kann durchaus auch mit Besteuerungen des verbauten Leerstandes operieren. In dem Sinn, in dem man sagt, progressiv, also je länger das leer steht, umso mehr Steuern sind auf den Besitz zu entrichten, die erst geltend werden, wenn verkauft wird. Ja. Das heißt, man ist gut beraten, möglichst bald entweder die bebaute Fläche zu nutzen oder zu verkaufen. Und das, glaube ich, das muss man jetzt nicht im Detail durchdenken, aber solche Möglichkeiten gäbe es allemal, um auch hier etwas zu bewirken, ohne dass man deswegen verfassungsrechtlich eingreift, weil da braucht man 2/3 Mehrheit und also ich weiß nicht, selbst wenn die Liste Pilz und die Grünen zusammen, kommt man nicht ganz auf eine 2/3 Mehrheit. Ja, also allein um das tun zu können, was da, also dazu müssen in dem Fachrahmen, wie es laut gesagt haben, und auch zwei Dinge auseinanderhalten. Es geht nicht darum, dass du eine Eigentumswohnung hast und die irgendwer böser enteignet. Es geht um nicht vermehrbaren Grund und Boden, der in Holland, wo sie nur Baurechte vergeben, allen gehört. Und zu unterscheiden, ist das etwas Vermehrbares oder nicht und die Möglichkeit zu haben, also wir gehen in Wien, das wissen alle, mit den städtebaulichen Verträgen, eine Gratwanderung, wo wir sagen, ja, im Zuge einer Umwidmung, aber leiste einen entsprechenden Anteil an genossenschaftlich begrenzten Wohnbaus. Das ist ein Eingriff, irgendwann landbar beim Höchstgericht. Und je nachdem, wer halt dann dort sitzt, wird er sagen, das geht gerade noch oder das geht gerade nicht. So, und da eine Verfassungsnorm zu haben, die in Deutschland, da steht explizit im Eigentum, hat auch Verpflichtungen, nicht mehr und nicht weniger. Und in Holland und in anderen zivilisierten Ländern, bin jetzt utopischer als der Wolfgang Zingel, ich will somit hier halt dafür werben, auch für die Unterscheidung, um die Voraussetzungen zu schaffen, diese Dinge tun zu können. Was ich zugebe, das Problembewusstsein ist noch nicht da. Ich glaube, das kommt bald. Also wenn wir nicht aufpassen, werden wir in Wien
mit Ausnahme der vielen Flächen, die aus der Vergangenheit noch bei der Gemeinde sind, da haben wir noch schon Möglichkeiten, ja. Wenn einmal die Grundkosten, die sind derzeit bei 1.000, bei 1.200, bei 500 Euro am Quadratmeter. Da gibt es nur Eigentumswohnungen 4.000 Euro aufwärts, die für 80% der Leute nicht mehr leistbar ist, wenn wir mal nur im Eigentum bleiben. Ja? Wenn die Leute das checken, dass das nur der Grundeigentümer ist, wo die öffentliche Hand die U-Bahn hinausführt, damit er dann eine entsprechende Grundstück hat, das ist einfach ungerecht. Also ich würde es heute und hier und in der Schärfe gesagt, ich glaube, dass wir da auf was zugehen und überlegen, mein Buch dazu zu schreiben, weil es mich rasend macht, dass das überhaupt kein Thema ist. Und um das zu tun, die fairen Spielregeln, die klingen immer schön. Ja, weiß ich mal, was das heißt. Ja. Ah, gefühlt, der Stefan Garer ist dem auch aufgeschlossen als manche Neos. Man muss auch diese, wir dürfen zum Beispiel in Wien derzeit nur den förderbaren Wohnraum widmen. Ja, förderbar heißt, das muss genauso gebaut sein, dass auch eine förderbare Wohnung ist. Das dürfen wir. Also das ist ein Larifari. Relevant wäre es preislich nicht mehr als das. Da zucken alle Juristen zusammen und verweisen aufs Bundesrecht. Also ich würde darum kämpfen, Wolfgang Zingel. Ha. Wie wäre das? Ja, kämpfen wir nur. Gut, an der absoluten Mehrheit müsst ihr dann trotzdem noch arbeiten. Ne? Anderes Stichwort, das in dem Zusammenhang ja immer wieder fällt, ist auch, wenn es um Verdichtung geht, die Aktivierung von Leerstand. Ne? Was kann man da tun? Ist das auch etwas, wo es andere Regeln braucht als derzeit? Für mich ist ein Thema extrem wichtig, nämlich dieses ganze Thema Differenzierung zwischen Wohnbau, Bürobau etc. Also vieles hat damit zu tun, dass wir eigentlich anders denken müssen, sagen, es ist ein Stadtgebäude, es ist ein Gebäude insgesamt und wie ich es nutze, wie ich es transformiere, diese Flexibilität muss gewährleistet sein. Ja? Weil sehr viel hat Leerstand auch damit zu tun, dass in dieser Nutzungsform, in der es vorhanden ist, einfach nicht am Markt verfügbar ist, es auch keine Nachfrage entsprechend gibt. Das ist einmal aus unserer Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil hier brauche ich einfach diese Flexibilität, weil wir ganz andere Arbeitsformen, Lebensformen haben und sehr vieles, so wie wir es jetzt strukturiert haben, einfach überhaupt nicht mehr passt. Also dass die Übergänge zwischen Wohnraum und Büroräumlichkeiten und Gewerbe fließender wird. Vollkommen viel flexibler sind und wir sehr, sehr viel offener sind auch von den Spielregeln. Ich halte das für extrem wichtig. Das entspricht überhaupt nicht mehr der Realsituation, in der die Menschen leben. Ja. Gibt es da Widerspruch in der Runde? Sind wir uns alle einig? Also ich würde, glaube ich, die Frage mit dem Leerstand, die ist ein bisschen schon aufzudröseln, von welchem Leerstand, sprechen wir jetzt vom Wohnraum gewidmeten Leerstand oder sprechen wir von, weiß ich nicht, der Lagerhalle, die nicht mehr anzubringen ist. Das Thema ist ein vielschichtiges und mit dem Wohnraumleerstand haben wir in Wien schon einmal ordentlich Schiffbruch erlitten, weil es auch das Verfolgen des Leerstandes schlussendlich nicht möglich ist. Dann gibt es halt überall irgendwo einen Mieter und das ist es. Man kann niemandem vorschreiben, ob er eine, zwei, drei oder fünf Wohnungen angemietet hat. Daher ist die Frage, das irgendwie glauben, regeln zu können, vielleicht ein hehrer Wunsch, aber in der Praxis aus meiner Sicht kaum umsetzbar. Man kann Leerstand besteuern, ne? Das könnte man tun. Ja, da müssen Sie ihn identifizieren können, den Leerstand. Also gerade weil ich beim Boden so... Entschuldigung. Ja, also besteuern ist das eine und Förderungen, sozusagen Zuckerbrot und Peitsche ist das andere. Aber wir haben ja, und das muss man jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, zuerst dieses Problem gehabt, es gibt Flächen, die insbesondere in den Städten aufgeschlossen sind, ja, also wo die Kommune, wo die Gemeinschaft dafür gesorgt hat, dass Anschlüsse sind von Bahnen oder Wasser, Strom und so weiter. Aber dieses Bauland wird nicht genutzt, ja, und es wird darauf spekuliert. Ja, das ist also Bauland, da wird spekuliert drauf. Und je mehr aufgeschlossen wird, je mehr Infrastruktur, umso mehr wird es wert. Aber in der Zwischenzeit könnte auch schon dort jemand wohnen oder das nutzen.
Und das hat, glaube ich, der Christoph Kohler zuerst gemeint. Das heißt, das könnte man, da könnte man gesetzliche Maßnahmen durchaus schaffen. Und genau das Gleiche gilt natürlich im Detail dann auch für Wohnungen. Ne? Also auch da lassen sich mit gutem Willen, seitens der ÖVP kann ich mir nicht vorstellen, dass die jemals zustande kommt, mit gutem Willen kann man das gesetzlich in den Griff bekommen. Wir sind ja nicht die Einzigen auf der Welt, das geht ja in anderen Ländern. Wollen Sie noch? Also gut, weil ich ganz bewusst beim Boden und dann wenn da kommt ein zweiter Punkt, wo ich wirklich einen hohen Handlungsbedarf sehe. Ich glaube, dass vor allem in den Städten das Thema, was kann uns der Leerstand, würden wir ihn regulieren, lösen, überschätzt wird. Also ich glaube nicht, dass wir, also da kann man das ein oder andere machen, aber ich höre das immer wieder, tut es nicht so viel bauen, tut es doch eher den Leerstand nutzen. Da muss man sehr tiefe Fragen stellen und da bin ich deutlich zurückhaltender. Ja? Also ist ein Zweitwohnsitz, der dreimal im Jahr genutzt wird, ist das ein Leerstand oder nicht? Wenn man sagt, es gibt Argumente, das ist ein Leerstand, dann fahren wir schon sehr tief hinein. Ja, dann frage ich mich, wie misst man das? Will ich sozusagen eine also da bin ich also deutlich zurückhaltend. Nein, nicht Eigentum, aber ich finde das okay, dass jetzt, sollte ich jetzt aus irgendeinem Grund, weil mich die Politik anfeuert, was sie nicht tut, im Gegenteil, sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr irgendwo hin und dabei würde mit meiner Familie, dabei lasse ich meine Wohnung entweder leer stehen oder gebe sie irgendwen, dass der irgendwer kontrolliert, ich mich überhaupt melden muss. Also, da ahne ich auch ein Kontrollding, dass wir uns Dinge einhaufen und die große Lösung hat es nicht. Und da glaube ich wirklich, die Zahlen gehen in Wien auseinander zwischen 30.000 und 80.000 Leerstand, die müssen auch saniert werden, gewisse. Also ich halte das Thema, dass dort die Lösung der Wohnungsknappheit liegt, für überschätzt. Aber da bin ich jetzt ein bisschen radikaler, weil ja du hast ja die Möglichkeit der Wohnbauförderung. Ja? Lass mal sozusagen mal jetzt die Peitsche weg und nehmen wir das Zuckerbrot. Allein auf dem Sektor kannst du natürlich Leerstand auch bekämpfen, indem du beispielsweise, woran niemand denkt, Wohnbauförderungen für einzelne Zimmer, die vermietet werden, zur Verfügung stellst und damit einen Anreiz schaffst. Oder auch Wohnungen, die für ein Jahr nicht benutzt werden. Ja? Also wenn man in der Richtung vorpreschen würde, könnte man einiges machen. Was haben wir jetzt? Wir haben Wohnbauförderungen im Zusammenhang mit dem Häuselbau auf der grünen Wiese. Ja? Also da muss man entgegenarbeiten. Wollen wir irgendwie alles, was irgendwo hinstellt, fördern? Oder wollen wir einen Wohnraum fördern, der denen zugutekommt, die keinen haben? Die Entwicklung der letzten 15 Jahre, das war für mich ein sehr überraschendes Ergebnis, ist angeschaut worden, wo die 300.000 Menschen, die seit dem Jahr 2000 die Wiener Bevölkerung gewachsen ist, wo die wohnen. Das hat sich die M18 genau angeschaut und die Überraschung war, dass knapp mehr als die Hälfte nicht in den großen Siedlungsgebieten sind, sondern knapp mehr als die Hälfte in der Bestandsstadt. Also es geht um. Die werden jetzt mehr genutzt. Es verdichtet sich von selber. Die Stadt ist was so unglaublich Kreatives. Der Markt regelt das. Ja, es sind mehr Wohnungen auf den Markt gekommen. Es sind Büros umgenutzt worden. Ich meine auch aus der Preissituation. Ja? Also ich glaube, dass die Stadt, also da bin ich jetzt, dass man nicht alles, man sollte die wesentlichen Dinge, da soll man reinfahren oder soll man die Auseinandersetzung führen, aber dass wir jetzt da groß die Wohnbauförderung mit all den Kontrollen, da müsste was bringen. Ich glaube nicht, dass so kleingläubig sein. Da musst du irgendwie vorpreschen, musst was okay, wollen. Siehe Diskussion vor 10 Minuten. Aber es gibt schon, glaube ich, einen interessanten Aspekt, weil die Mehrheit oder ein weit größerer Anteil der Bevölkerung mit geringen Einkommen wohnt in den normalen Mietwohnungen oder der kleinere Anteil und der größere Anteil, der gut verdienend ist und von der Anzahl auch größer ist, wohnt in geförderten Objekten. Und das wäre schon einmal zu hinterfragen, warum ist das so? Nicht? Warum bleibt die geförderte Wohnung eher den Gutverdienenden zugänglich als den weniger Gutverdienenden? Ist das so? Ja, 51 zu 47. Also ich habe es nicht mitgenommen, so einen Ordner. Ja? Aber die Durchschnittseinkommen, das weiß man, die Durchschnittseinkommen im Gemeindebau
im Genossenschaftsbau und im Freifinanzierten sind so geschichtet, dass es nicht im geförderten Wohnbau über den Privatwohnungsbau drüber liegt. Aber das kann man im Nachhinein schön... Das Problem ist, wo Sie halb recht haben, dass derzeit durch das Verschwinden der Kategorie C und D, wo die billigen Wohnungen, die wir im Hernals, in Ottergring, im Zehnten haben, dass die aufsaniert werden, was schön fürs Stadtbild ist, aber sozusagen in der Neuvermietung für durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Einkommensschichten, die nicht mehr schwinglich sind, und die konzentrieren sich jetzt in sehr hohem Maße auf den sozialen Wohnbau oder finden gar nichts mehr. Also darüber müsste man nachdenken, wie man das stärker reguliert, womit wir bei der Mietregulierungsdiskussion sind, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich mich mit der ÖVP nicht 100% treffen werde. Und mit den Neos auch nicht. Zur Mietregulierung war es natürlich interessant, jemand von der SPÖ heute hier zu haben, weil ja die SPÖ heute eine neue Idee für die Neuregelung des Mietrechts vorgeschlagen hat, die, soviel ich mich jetzt erinnern kann, ungefähr dem Plan A folgt, soll heißen, sowas Ähnliches wie Richtwerte für Alt- und Neubauten, aber 20 Jahre lang nach Errichtung frei vermietbar. Findet das jemand hier auch gut, außer der SPÖ, die nicht da ist? Und wenn nein, warum nein? Lassen Sie mich nochmal zurückkommen zu den Brachflächen, weil ein schönes Beispiel sind eben genau hier auch die Altbauwohnungen. Und hier haben wir einfach die Situation, dass aufgrund, sage ich, dieser stark regulierten Mieten der Anreiz, hier etwas zu sanieren und etwas zu vermieten, einfach extrem gering ist. Ja? Und damit haben wir das Problem. Das heißt, wir greifen hier schon massiv in den Bereich der Altbauwohnungen ein. Wenn wir jetzt auch in allen anderen Bereichen eingreifen würden, gibt es null Interesse von privater Seite, hier Investitionen zu tätigen. Ich halte es für extrem wichtig, dass auch von der privaten Seite hier bei der Wohnbauerrichtung von Wohnungen einfach sehr viel gemacht wird. Und hier brauchen wir letztendlich einen anderen Zugang, ja? Also eine reine Begrenzung. Und allein aus dem Suffizienzprinzip macht es keinen Sinn, denn was mich interessiert, ist ja nicht der Quadratmeterpreis, sondern was kostet mich eine Wohneinheit oder was kostet mich das Zimmer. Letztendlich interessiert es mich nicht, ob der Quadratmeter 5, 10 oder 15 Euro kostet, sondern wie ist letztendlich die Qualität des Wohnraums und wie flexibel kann ich den auch entsprechend gestalten. Also wir müssen sehr viel mehr in diese Richtung denken, als uns letztendlich nur an diesen Zielen von Quadratmeterpreisen festzulegen. Ich denke, das ist aus der Sicht auch letztendlich der falsche Weg. Der wird da leidenschaftlich widersprechen. Also das ist Neos Speak. Der Wissensakt, das ist, der überhaupt nicht evidenzbasiert ist, das sagt immer euer Stolz. These von euch, wenn mitreguliert ist, dann wird nicht investiert. So, bitte geht's durch Wien. Schaut an, wie Wien vor 40 Jahren ausgeschaut hat und wie heruntergekommen Ruinen uns entgegenschreien. Da ist wie wild saniert worden. Ich habe jetzt die Zahlen zufällig, weil ich es rausgesucht habe, vor einer Woche. Der durchschnittliche Richtwertzins in Wien ist brutto 10,50 Euro. Der Freifinanzierte ist 12,40 Euro. Und der Gemeinde und Genossenschaft, die auch nicht verfallen, sondern die kostenorientiert wirtschaften und saniert werden, ist ungefähr 7,50 Euro. Also sehr wohl kannst du mit einem regulierten Preis dafür sorgen, dass investiert wird. Und ich nehme euch bei der Hand und führe euch durch das verfallene Wien und dann setzen wir uns und schauen ein YouTube-Video von Gwaltinger an. Gibt es eins aus den 70er Jahren. Wie grau, ich kann mich damals in Wien gelebt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn man die Bilder sieht, dämmert das, wie grau und heruntergekommen und Kategorie D-Wohnung, wo sind, wer hat die alle finanziert? Mit dem Richtwertzins, da ist mehr als genug da, um zu sanieren und auch gut davon zu leben. Und wenn man nicht lebt, warum tun die frei finanzierten Wohnungsbesitzgesellschaften börsennotiert in die Höhe schießen, wenn man nur ein Minusgeschäft macht? Das ist pure Ideologie und falsch. Und da muss ich das jetzt so sagen, und würde man es völlig freigeben, passiert genau das, was wir in Zürich, in Paris, in London haben, dann fahren die Mietpreise noch einmal signifikant in die Höhe und dann können sich Durchschnittsverdiener das überhaupt nicht mehr leisten. Und es werden enorme Vermögen gemacht. Das ist ein Preis, der
intelligent reguliert gehört. Es ist jetzt nicht intelligent reguliert, weil ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Haus vor 1945 reguliert ist und ein Haus aus 1954 nicht. Das führt jetzt dazu, dass reihenweise Gründerzeithäuser abgerissen werden, aus zwei Gründen. Grund 1, da haben wir noch 3,20, dann haben wir 2,50, ich kriege ein bis zwei Geschosse mehr unter. Raumhöhe, Entschuldigung, nicht Mitte, ja, Raumhöhe. Ich kriege ein bis zwei Geschosse mehr und ich gehe aus dem Mietrecht raus. Weil bei der Neuerrichtung kann ich völlig frei vermieten. Völlig falscher Anreiz. Also ja, gleich behandeln, eine intelligente Regulierung, die nicht einfach ist, die Investitionen natürlich sichern soll, aber zu tun, als wäre Hausbesitz etwas, wo du die Armutsgalbatschel anziehen musst und Wien verfallt, ist einfach ein Quatsch, Stefan Garrer. Das muss ich jetzt so sagen und wirklich nur eine Ideologie. Also, das kann ich jetzt. Das kann ich jetzt so nicht sitzen lassen. Mir geht schon darum. Ja. Also, ich meine, ich kenne sehr, sehr viele Hausbesitzer, die. Und es ist jetzt nicht so, dass die jetzt Renditen machen von 10-15%. Ja. Also, bei sehr vielen ist es wirklich an der Grenze der Rentabilität. Ja. Gerade auch im Bereich des Altbaus, ja. In der langfristigen Sanierung. Und natürlich eins darf man nicht vergessen: Wenn ich dort Wohnungen, wenn ich Wände niederreiße, allein das, was ich im Sinne an Standard und Normen nachrüsten muss, ja, Erdbebensicherheit, Brandschutz etc., das sind die Kosten exorbitant. Das heißt, wir können uns darauf einigen, wenn wir auf der Seite der Normen hier entsprechend ausmisten, dann wird es natürlich günstiger. Ja, aber wir haben eine Situation, die ist einfach überbordet und es ist extrem teuer, hier auch entsprechend zu sanieren. Also das ist schon auch die Realität. Der Mythos besteht doch darin, dass der liberale Markt mehr Wohnungen, die billiger zu haben sind, schafft. Ja, das ist doch eindeutig jetzt über Jahrzehnte bewiesen, dass das ein Unsinn ist. Wir haben in den 20er und 30er Jahren ganz andere und bessere Wohnsituationen gehabt, zu billigeren Mieten als jetzt. Da brauche ich gar nicht 40 Jahre zurückgehen, da kann ich noch viel weiter zurückgehen. Ja. Tatsache ist, dass die Mietobjekte Jahr für Jahr um 4-5% steigen. Ja, dazu kommt die Inflation, die ein normaler Mieter dann zu tragen hat, plus prekäre Arbeitsverhältnisse, pipapo, kennen wir eh alles. Und es ist letztendlich so, dass sie immer weniger Menschen einen Wohnraum leisten können, wenn sie nicht erben. Ja. Und mir sind die Neos da weniger wichtig als die ÖVP, die da reingeht mit einem zynischen Spruch in Richtung, die Leute sollen sich Eigentumswohnungen kaufen. Ja, das erinnert mich wirklich an diesen Spruch, wenn sie euch Brot nicht leisten könnt, dann tut es Kuchen essen. Die können sich die Miete nicht leisten, aber sie sollen sich Eigentumswohnung kaufen. Das ist ja für mich noch viel relevanter in der Diskussion als die Neos. Also ich kann diesem Argument jetzt nicht folgen. Verstehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber was Grundsätzliches zur Entwicklung, vor allem in Wien, die sehr schön ausgeführt wurde vom Kollegen Korher, das hat natürlich schon auch Gründe gehabt. Und jetzt bin ich die Letzte, die antritt, um hier die Wiener SPÖ zu loben. Aber das hat natürlich mit einer extremen Förderung für den Altbau in Wien gesorgt. Wir haben Situationen gehabt, um den Altbau zu revitalisieren, um aus Kleinstwohnungen, Zimmer, Küche mit Klo am Gang, Wohnungen zu machen, die einen entsprechenden Standard haben, ist enorm viel Fördergeld locker gemacht worden, das ist aufgenommen worden von den Leuten, das ist umgesetzt worden und das hat dazu geführt, dass Wien heute, weiß ich nicht, wie Sie es genannt haben, aber dass Wien heute eine lebenswerte, nämlich optisch außen, aber auch innen lebenswerte Wohnstadt geworden ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass angeregt auch dadurch und in der Hoffnung, irgendwann einmal aus solchen Häusern auch einen Ertrag erzielen zu können, Liegenschaftseigentümer auch selbst sehr viel investiert haben. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche, weil das ist mein täglich Brot. Ich bin Liegenschaftsverwalterin und wir sind heute an einem Punkt, wo ich, wenn ich jetzt die Top-Lagen der Innenstadt oder vielleicht sogar der inneren Bezirke innerhalb des Gürtels nehme oder die super Neubauten am Hauptbahnhof oder wo auch immer, ich das ausblende, weil das nur ein Teil dieser Stadt ist und wenn ich in die Außenbezirke hinausgehe, dann können Sie heute eine Wohnung,
die noch gar nicht saniert ist, überhaupt nicht mehr wirtschaftlich sanieren. Sie verdienen das in den nächsten 15, 20 Jahren nicht zurück. Sie müssen es aber in der Zwischenzeit schon 7, 8 Mal neu renovieren, weil sie kaum eine Wohnung mehr vermieten können, die nicht tiptop ist, die nicht ausgestattet ist mit allem. Ich kann nicht einmal mehr an Studenten vermieten, wenn ich nicht alles drinnen habe in der Wohnung, inklusive eines Kühlschranks, ein Herd sowieso, schreibt eh der Gesetzgeber vor, und vieles mehr. Und also nach jedem Mieterwechsel, ja gerne. Ich hätte auch syrische bitte. Familien und jede nach Menge. Jedem Mieterwechsel müssen Sie wieder einiges investieren in die Wohnungen. Also es gibt unterschiedliche Situationen in der Stadt und die muss man auch so ansprechen und nicht so nach dem Motto eines für alles, weil es da so ist, weil ich im ersten Bezirk super verdienen kann, verdiene ich im 16. Bezirk in irgendeiner Seitengasse, wo ein extrem hoher Anteil an Ausländern ist und man dort in der Nacht, und ich wohne dort in der Nähe, in der Nacht, jede Nacht die Polizei irgendwann ausrückt, weil es gefährlich zugeht. Das kann man halt alles nicht in einen Topf schmeißen. Und daher, glaube ich, sollten wir schon, wenn wir über Wohnen diskutieren, auch ein bisschen differenzierter diskutieren und sagen, es gibt die Situationen, wo man sehr gut verdienen kann. Sehr gut heißt immer noch ein paar Prozent des eingesetzten Kapitals erwirtschaften kann. Und dann gibt es aber die Mehrheit der Wohnungen, wo das nicht mehr gegeben ist. Da wir hier am Architekturzentrum sind, möchte ich ein bisschen mehr noch übers Bauen sprechen und nicht nur übers Sanieren. Das Stichwort Normen und Standards ist ja bereits gefallen. Auch im gemeinnützigen Wohnbau, wo neu gebaut wird, gibt es Normenstandards. Die FPÖ meint, da gäbe es zu viel. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, das uns der Herr Abgeordnete Rosenkranz geschickt hat. Es ist widersinnig, baukostenintensive Luxuswohnungen am letzten Stand der Technik zu fördern, die sich das Zielpublikum, nämlich von sozialem Wohnbau, wiederum nur leisten kann, wenn Wohnbeihilfe bezogen wird. Bauen wir im geförderten Wohnbau zu teuer? Und sollen wir da billiger werden, auch jetzt, was die architektonische Qualität betrifft? In der Grundsätzlichkeit nein. Also ich will noch einmal die Relationen herstellen von den Grundkosten zu den Errichtungskosten. Also die wirklichen Kostentreiber sind die Grundkosten. Dann gibt es ein zweites, was in Wien haben wir das teilweise in den Griff bekommen, in den Bundesländern aus Landesgericht noch nicht, das ist die Stellplatzregulativ. Also solange die bei Energiestandards oder Architektur sparen wollen, aber möglichst viele Garagen errichten wollen, noch einmal ein Garagenplatz pro Wohnung kostet je nach 15.000 Euro aufwärts. Nein, an Standards muss man nicht reduzieren, um zu differenzieren, wo der Stefan Garer recht hat. Es gibt eine Reihe von Normen, die weit über das Ziel hinausschießen. Es betrifft interessanterweise im hohen Maß öffentliche Gebäude. Also wenn du eine Schule baust und du hast eine Volksschule und eine Küche drinnen und die wird dann für die neue Mittelschule, musst du die ganze Küche rausreißen, weil irgendwelche Belüftungsnormen die Küche nicht gewährleisten. Da lässt sich manches verbessern. Da hat uns jetzt, was den Brandschutz betrifft, extrem zurückgeworfen, möchte ich jetzt sagen, der Hochhausbrand in London. Weil da kann man auch, das ist ein heikles Thema, jetzt sagt man geschwind, das braucht man alles nicht und wenn es brennt, fragt man, wer ist da schuld. Ja? Also da waren wir schon weiter, die ein oder andere Norm, auch oft geht es ja nicht um Normen, auch um den Vollzug und jetzt sagen Beamte, wenn ich keine Weisung kriege, mache ich gar nichts, verstehe ich. Und wer sagt beim Brandschutz, na, da sind wir wohl großzügiger. Aber man kann das ein oder andere tun, aber in der Grundsätzlichkeit, wie es die FPÖ sagt, und über die großen Kostentreiber nicht rede, sondern sagt, da ist das Eigentum wichtig. Ja. Und andere Parteien, die halt nicht da sind, sagen, ja, tun wir sparen bei Qualität, aber Parkplätze sind uns wichtig. Ja. Das ist einfach sehr einseitig und man soll sich um die großen Kostendinger kümmern. Dann bleibt Wohnbau auch leistbar. Also ich glaube, das ist ja auch nicht unbedingt ein Widerspruch. Also der hat schon recht, irgendwo der Rosenkranz, wenn er sagt, Luxuswohnungen
müssen es nicht sein. Aber ein gewisser Standard ist ohne weiteres einzuhalten und auch möglich. Also ich verstehe nicht, warum diese Wohnungsgemeinnützigkeit nicht forciert wird, im Sinne, dass auch die Kommunen dafür sorgen und auch der Bund dafür sorgt, dass nicht nur Gewinnmaximierung seitens der Wohnbaugesellschaften im Vordergrund steht, sondern durchaus auch Gewinne, aber mit Maß und Ziel. Ja. Also es lässt sich durchaus mit zinsfreien Darlehen, mit günstigem Grund, der zur Verfügung gestellt wird für solche Absichten, auch mit Reduktion der Steuern und was immer da dazu gehört, ein Wohnraum bauen, der über die 6 Euro pro Quadratmeter nicht hinausgeht. Da gibt es genug Berechnungen dazu. Das ist alles eine Frage des politischen Wollens. Ja, und das ist für mich das Entscheidende dran. Wollen wir diese Gemeinnützigkeit, wollen wir dafür sorgen, dass die Menschen Wohnungen haben? Oder geht es nur darum, dass man da Luxus gegen irgendwie Armut und so weiter ausdividiert? Ich glaube, es ist beides möglich, ein gewisser Standard, also ein jetziger, heutiger Standard zu günstigen Konditionen ist durchaus möglich und machbar. Es muss keine Luxuswohnung sein. Ich möchte gleich das aufgreifen, was Sie auch in den Leitlinien, in den Baukulturleitlinien drinnen haben. Die reine Baukostenbetrachtung greift einfach zu kurz. Ja. Es geht auch darum, einfach die Lebenszykluskosten eines Gebäudes insgesamt zu betrachten. Ja, und wir haben nach wie vor einen zu starken Fokus auf der Baukostenbetrachtung. Daher ist die ganze Diskussion auch am Energiestandard, sozusagen das, was man noch irgendwie rausstreicht. Da bin ich ganz auf der Seite auch vom Christoph Korher, weil letztendlich Grundstückkosten, also das Thema Baurecht, Stellplatzverordnung, das sind die wesentlichen Hebel und dann wäre es natürlich der Brandschutz, aber der hat aufgrund der Situation in London jetzt eine spezielle Situation, wobei das wäre typischerweise eine Geschichte, die man auch versichern kann. Also sozusagen, das könnte ich letztendlich auch über den Markt abdecken, dieses Risiko, und damit auch von den Standards her etwas machen, das letztendlich sinnvoll ist, weil das, was wir hier an sage ich, Entlüftungssystemen etc. haben, ist teilweise wirklich auch absurd. Aber letztendlich geht es für mich wirklich um diese Lebenszykluskostenbetrachtung. Und das ist auch eine Aufgabe der öffentlichen Hand, vor allem darauf entsprechend zu schauen. Denn dann ist das, was vielleicht am Anfang teuer scheint, langfristig das Günstigere. Mhm. Frau Jank, wollen Sie dazu noch was sagen? Ist Architektur die Lösung für vieles? Also gerade wenn man ökonomischen Zwängen unterliegt, ist ja vielleicht gerade die architektonische Idee das, was einen rausreißt. Naja, ich hätte jetzt eigentlich die Frage der Architektur ein bisschen getrennt von der Frage, können wir günstiger bauen, als wir bauen, weil ja Architektur nicht notwendigerweise jetzt also mit enormen Kosten gesehen werden muss. Ich glaube aber auch, dass wir in unseren Vorschriften insgesamt im gesamten Baugeschehen schon so einen hohen Standard und Level vorgeben, dass die Kosten ganz einfach davon laufen und das ist vielleicht im Neubau noch einfacher im Griff zu behalten als in der Sanierung. In der Sanierung ist es extrem, nämlich unwirtschaftlich für den durchschnittlichen Wohnungsbereich, weil sie auf die nächsten 20 Jahre hinaus brauchen, bis sie das wieder retour haben. Ich habe es eh schon vorhin ausgeführt. Und da sollte man überlegen, ob da kreative Dinge entstehen. Und da muss man noch etwas sagen. Es ist natürlich schon gerade im Baubereich mit den OEB-Richtlinien, die die Länder für sich so beschlossen haben, also aufgedoppelt worden, was nicht noch alles sein muss. Die Prüfpflichten sind extrem geworden. Wir rüsten in Liegenschaften nach, wo die Parapethöhe, jetzt weiß ich nicht, 10 cm, aber in ein Haus, das bereits 90 Jahre alt ist, 10 cm unter der jetzt vorgegebenen ist, sind Richtlinien. Ja, aber wenn was passiert, dann ist der Stand der Technik und müssen außen Bügel anbringen, die Stiegengeländer im Stiegenhaus, die ebenfalls so alt sind wie das Gebäude, da hat sich noch keiner hinuntergestürzt, müssen jetzt aufgedoppelt werden. Also wir haben schon eine Sucht nach immer noch etwas, immer mehr, wer immer die Treiber sind, will ich jetzt gar nicht hinterfragen,
Das wäre eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Also bei den OIP-Richtlinien waren es halt Gruppierungen, die sich gefunden haben und die das dann mit Unterstützung halt auch der Länder irgendwie durchgesetzt haben. Für mich eine Entwicklung, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Der Herr Chorherr ist schon ganz unruhig, er wird schon gleich was dazu sagen. Aber dort, glaube ich, genauer hinzusehen und zu fragen, was ist tatsächlich notwendig und was hat seine Gründe in Geschehnissen, die vielleicht einmal irgendwo vorgekommen sind und dann über das Gesamtsystem drüber gestülpt werden. Also Sie meinen, es ist so eine Art Anlassfallgesetzgebung, die uns immer neue Normen drauflegt. Ja, so irgendwo passiert was und dann wird wieder was vorgeschrieben, genau. Und das kommt zu und allem dazu, was bisher auch schon vorgeschrieben wurde. Ist das so oder nicht? Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil sich in der Tat parallel zum politischen System ein eigenes System entwickelt hat, dieses Normenwesen, das viel zu lang politisch laufen gelassen wurde. Ich meine, wer sind da die Treiber drin? Das ist die Industrie. Das sind Sachverständige, die maßgeblich von Industriebetrieben auch mitfinanziert werden, die versuchen, auf Normen Einfluss zu nehmen. Aber die Achtung, die OIP-Richtlinien machen ja nicht die Länder. Was die Länder gemacht haben, sie übernehmen die OIP-Richtlinien. Die Länder machen nicht, sie hätten sie nicht übernehmen müssen. Was wir uns anschauen müssen, und das ist keine parteipolitische Streiterei, sondern ich glaube, da kann man weit sein, den Selbstlauf von Normen, ich meine, das Österreichische Normeninstitut ist ein privates Institut, ja, dass man viel zu lang Sachverständigen das rein technisch überlassen hat und da die Gerichte, das haben Sie richtig gesagt, wenn irgendwo was ist, sagen, na was, was geben die Normen vor? Halten sich alle dran? Und was ja schlau ist, kam heute zum Glück noch nicht, die Polemik gegen die neuen Bauordnungen, haben sich die Länder verpflichtet, dass das vereinheitlicht, die OIP-Richtlinien zu übernehmen. Was in der Tat angeschaut werden muss auf Bundesebene, statt Wien schickt es zunehmend selber auch politisch gebriefte rein, die sagen, hallo, diese Normen haben alles eine Tendenz, die Kosten nach oben zu treiben. Also da sind die von Ihnen genannten Beispiele richtig. Aber natürlich will eine Firma, die Handläufe macht, möglichst viele Handläufe unterbringen. Und wenn das Thema Sicherheit im Team sagt, ja, Sicherheitsgründen und versucht alles, was sie kann, um das in eine Richtlinie unterzubringen. Also das Thema, wie wird Architektur, Qualität durch Normen beeinflusst, ist ein ganz wesentliches. Und da ist in den letzten 20 Jahren das vom politisch-demokratischen Feld viel zu sehr technisch laufen gelassen worden. Das müsste man sich anschauen und wieder einfangen. Das klingt für mich jetzt so, als wäre da die Politik sehr wenig selbstbewusst oder haben die entscheidenden Menschen in den Gremien zu wenig Ahnung oder lassen die sich zu sehr einwickeln von diesen Interessen? Was ist da los? Das ist in Regelfällen nicht drinnen in diesen Normenausschüssen. Das ist ja ein unfassbar technisches, wie lang sind Branddinger, wie sind Überschläge, da werden ellenlange Dinge produziert und dann sagen die Vereinigten Sachverständigen, das ist Stand der Technik und das versuchen wir jetzt in eine Richtlinie zu gießen. Da sitzt kein einziger Politiker dabei. Aber fairerweise, glaube ich, muss man auch sagen, dass natürlich viele dieser Normen Europanormen sind, dass die Situation nicht vereinfacht. Richtig. Aber dafür sind ja diese Leitlinien auch gut, da steht es ja drinnen. Da steht ja drinnen, dass der Bund in seinem Bereich dafür Sorge trägt, dass das vereinfacht wird, dass auch in Zusammenarbeit mit den Ländern dafür Sorge tragen wird. Mir tut es ja wahnsinnig leid, dass die SPÖ und die FPÖ niemanden da jetzt hat, weil dann hätte ich von den beiden, das was ich jetzt bei Ihnen auch mache, gefragt, welche von diesen Richtlinien werden Sie umsetzen und wie? Und gehört das jetzt zum Beispiel dazu? Gehört diese Vereinfachung der Normen dazu? Na, die hier also Anwesenden können das beantworten. Ja, ich kann es immer leider. Also, ich hätte die anderen auch gefragt. Also, diese drei Parteien werden irgendwie irgendwelche Regierungen bilden. Also, außer von der Zweidrittelmehrheit. Ich glaube, ich habe mich zu der Frage geäußert und ich habe da nichts hinzuzufügen. Okay, ich darf einmal in die Runde schauen. Es sind ja sehr viele Menschen hier, die mit all diesen Dingen
in ihrer täglichen Arbeit vielleicht zu tun haben. Wer möchte zu dem einen oder anderen Themenkomplex, den wir jetzt angerissen haben, was sagen? Wir haben zwei Saalmikrofone, die Sie auch haben dürfen. Wo ist jemand? Bitteschön. Ja, wenn man auf die Uhr schaut, dann haben wir jetzt eine Stunde und eine Viertelstunde über Investitionen geredet, aber wir sind ja Architekten und keine Developer. Also ich habe da nebenbei in der Broschüre gelesen und ein Satz ist mir da herausgestochen, den würde ich irrsinnig gern von Ihnen diskutiert haben, so interessant das bisher auch war, zum Thema Baukultur. Der Bund ergreift Maßnahmen zu Kompetenzaufbau, Weiterqualifizierung und Vernetzung Verantwortlicher der öffentlichen Hand im Themenbereich Baukultur. Also als kleiner Architekt habe ich in meiner kurzen Karriere mehrmals Schiefbruch erlitten im kommunalen Bereich mit Bürgermeistern, mit dem Denkmalamt und jedes Mal waren Situationen, die eine lange Ausbildung komplett in Frage stellen, weil Amateure an wichtigen Stellen Entscheidungen treffen, die fachlich gar nicht diskutiert werden. Thema Baukultur, Angst vor Wettbewerben, Angst vor Architekten, Angst vor Architektur ist teuer. Es sind da sehr viele Klischees, die Runde machen, denen man sich als Architekt kaum entziehen kann. Und schön wäre, wenn von oben her ein gemeinsamer Wille zu dieser Baukultur entsteht und dass eine Art von Umdenken passiert, dass Architektur und Ästhetik nicht teuer ist, sondern dass es ein Optimierungsprozess ist und dass zum Beispiel diese Maßnahmen zur Kompetenzaufbau natürlich auch ein bisschen Geld kosten, aber da müsste man in die Gemeinden gehen, da müsste man in die Kommunen gehen und müsste erklären, was ist ein Wettbewerb, was machen Architekten eigentlich anders als Baumeister oder viele andere. Das hätte ich ganz gern von Ihnen diskutiert gehabt, wie da sozusagen von oben her der Basis geholfen werden kann, dass eine Baukultur entsteht und nicht nur developed wird. Ja, machen wir das doch gleich, oder? Amateure in den Gemeinden, die die Entscheidungen treffen. Das ist natürlich nicht nur eine Kränkung für Architekten und Architektinnen, das hat auch Folgen. Wie kann man das verbessern? Der Kollege hat es richtig gesagt, also da ist ja jede Menge zu tun, da muss man nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist halt manchmal so in der Politik und das ist nicht einmal viel Geld und dann passiert aber sehr viel, also das ist, glaube ich, sehr gut investiert. Wir haben einen entsprechenden Entschließungsantrag, damals bei den Grünen, im Jahr 2013 eingebracht und haben als Antwort bekommen, da ist einiges unterwegs auf dem Sektor. Wir sollen uns ein bisschen in Geduld üben und das war im Jahr 2013 und bis jetzt ist nichts passiert. Aber was macht man mit dem Geld, das wir in die Hand nehmen? Das beginnt bei Schulungen, das beginnt bei Diskussionen in den Gemeinden, das beginnt bei der Medienarbeit und geht über letztendlich in Programme, die von den Fachleuten, von den Experten und Expertinnen entwickelt werden, aber die da in der Bevölkerung auch entsprechende Unterstützung bekommen. Also ich kann Ihre Wortmeldung absolut unterstützen. Ich halte es auch für wirklich wichtig, dass gerade hier der Bund seine Vorbildwirkung wahrnimmt und dass es einfach diese Architekturwettbewerbe auch tatsächlich gibt. Ich glaube nicht, dass das mehr kostet, sondern dass das langfristig nicht nur günstiger ist und es geht nicht nur um die monetäre Bewertung, sondern dass im Sinne von Baukultur brauchen wir genau diese Entwicklung. Denn wir sehen das auch in vielen Bereichen, wo es reine Developer-Projekte gibt, die letztendlich dann mehr in Richtung der Legebatterien gehen und das darf es nicht sein. Und wir haben hier auch einen öffentlichen Auftrag und es ist auch die Verantwortung der Politik, hier genau darauf zu schauen, dass das Thema der Baukultur, nämlich auch im Sinne der Kultur, entsprechend hochgehalten wird. Und das müssen wir auch entsprechend einfordern. Also von unserer Seite gibt es hier ein ganz klares Ja in dieser Richtung, weil das sind letztendlich auch die langfristigen Werte und das ist das, was Architektur, Bauen letztendlich auch wirklich zukunftsfähig macht, auch aus kulturpolitischer Sicht. Aber was konkret soll man machen in der Gemeinde, wo der Bürgermeister Amateur sitzt und sagt, das ist ihm alles
teuer. Ja, oder er hat eine bessere Idee, wie man das lösen könnte architektonisch. Ja, ich glaube, dass hier ist eine ähnliche Geschichte. Natürlich ist das Thema Vorbildwirkung, Vernetzung, letztendlich auch das Schauen vielleicht in anderen Gemeinden, wo Objekte entstanden sind, die einfach ganz anders wirken, als wenn er jetzt rein nur ein Development-Projekt macht. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, jene Gemeinden, jene Projekte auszuzeichnen, Preise zu vergeben, die letztendlich dann ja wieder in die Gemeinde wirken und Anreiz bieten, in dieser Richtung auch mehr zu machen, als gerade nur das Notwendige. Wäre zum Beispiel, es gibt ja diesen berühmten Finanzausgleich, ne, so wie das Geld verteilt wird an die Länder. Gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, so eine Art Wettbewerb auszuschreiben und sich die einzelnen Gemeinden erst bemühen müssen, mit einem besonders guten oder architektonisch spannenden oder raumplanerisch ausgearbeiteten Projekt, um dieses Geld überhaupt zu kriegen? Zu einem Teil, warum nicht? Also, in zwei Richtungen der Versuch eine Antwort. Ja. Also einerseits ist es sehr josephinisch, ja, zu sagen, es hapert mit der Baukultur in Österreich, das ist so, ja, die Vorurteile, die auch wir immer wieder hören, Architektur ist teuer und. Ich glaube, dass zu zeigen, dass das eben nicht so ist, unsere Aufgabe ist, ich bringe ein, zwei Beispiele, aber auch sozusagen Ihre Standesvertretung ein breiteres Feld ist, also von oben quasi Baukultur zu verordnen, das ist die Schwierigkeit von dem, das ist nicht ganz einfach. Was wäre ein ganz wesentlicher Schritt? Also eine Schlüsselrolle in Österreich spielen die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, zwei weitere sind nicht viele. Und da gibt es einige Initiativen, tolle Initiativen, die sich genau darum bemühen, ich nenne es die Initiative Landluft, ja, die Zukunftsorte, die zu unterstützen, damit sie gewisse Vorlaufrecherchen, ja, wie mache ich eigentlich einen Wettbewerb, wie finde ich so wen, welche Vorteile hat das, wer könnte mir da was tun, in diesem Vorfeld ganz marginale Finanzierungen vorzunehmen und die Institutionen zu stärken und zu unterstützen, das könnte der Bund. Ja, die auf den, wie gibt es, glaube ich, 2300 Bürgermeister in Österreich, die einmal auszustatten, dass sie sagen, na gut, wenn du mir schon Wettbewerb erklärst, habe ich wenigstens irgendwo einen Topf, mit dem ich finanzieren kann, damit ich mir das überhaupt vorstellen kann. Also hier könnte der Bund mit relativ wenig Mitteln, ich glaube, das Architekturzentrum hat da auch einige Erfahrung schon in dem Bereich, die paar Institutionen zu stärken, damit sie auf der Bürgermeisterebene zumindest die tendenziell Willigen die Voraussetzungen schaffen lassen. Ja, schließe jetzt sehr gut an die Wortmeldung von meinen Kollegen und von den Statements dazu. Ich möchte dem Podium dann nochmal was anderes flüstern. Natürlich, gerade als Architekturzentrum ist uns Bewusstseinsarbeit ist wichtig, aber gleichzeitig, der Wolfgang Zingel hat es am Anfang gesagt, solche Baukulturreporte tendieren dazu, in der Schublade zu vermodern. Und ich glaube, die Bewusstseinsbildung allein kann es nicht sein. Ich glaube, es braucht viel, viel mehr Geld. Was der Bund nämlich tun könnte, analog zu anderen großen Fonds, sei es der Klimafonds oder ähnliche, man könnte wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Deutschland ist da ein gutes Beispiel dafür, wo der Bund wirklich Steuerungsprogramme hat mit viel Geld, wo sich die Bürgermeister, die Kommunen, die Länder Geld für Investitionsprogramme, wenn sie baukulturellen Kriterien genügend abholen können. Das führt dazu, dass sich die sehr schnell professionalisieren, weil sie es nur dann schaffen, diese Gelder abzuholen. Und ich glaube, mit Bewusstseinsbildung alleine, das machen wir alle hier im Raum, das wird nicht genügen. Das heißt, mich würde interessieren, gibt es von den verschiedenen Parteien ein Interesse im Fall des Falles, wirklich einen großen Topf für Städtebauförderung, Gemeindeförderung entlang von baukulturellen Leitlinien zu machen. Nur dann wird sich was ändern, also sicher nicht allein mit Bewusstseinsbildung. Mhm. Ja. Wer sagt Nein? Ich meine, sehr vieles, was Sie jetzt angesprochen haben, Energie- und Klimafonds, ja, also auch sehr vieles in dem Bereich Gebäude der Zukunft etc. Ja, also sagen, dort gibt es ja auch sehr, sehr starke Vernetzungen teilweise. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, hier einfach ein bisschen vernetzter zu denken, über diese Sektoren hinauszugehen, weil da liegt auch sehr, sehr viel Potenzial.
Und es gibt eine Reihe von Initiativen über Klimaaktiv etc., wo ja auch, sage ich, Vorbildprojekte in diese Richtung entstehen. Ja, und vor diesem Hintergrund, das halte ich auch für extrem wichtig, weil sonst brauchen wir über energie-klimapolitische Zielsetzungen beispielsweise überhaupt nicht mehr sprechen. Ja. Also das ist letztendlich, wir müssen ja heute so bauen, dass das letztendlich 2050 den klimapolitischen Zielsetzungen entspricht. Ja. Also ganz, ganz anders. Ja. Und das braucht natürlich schon auch entsprechende Mittel ganz am Anfang zum Start. Ja. Also jeder von uns wird sagen, Städtebauförderung ja, und egal welches Podium und um welches Thema es geht, jetzt im Vorwahlkampf werden alle sagen, das brauchen wir alles, das kostet alles Geld und so weiter, aber wir sind dafür. Ich glaube, du hast schon recht, dass das notwendig ist, aber ohne Bewusstseinsbildung kommt man zu dem Geld nicht, weil in Österreich das ja so läuft, dass du den Druck brauchst und das Bewusstsein, dass es notwendig ist, diese Städtebauförderung einzurichten. Die Politiker und Politikerinnen von sich aus werden das nicht machen. Noch dazu, wenn es eine Bevölkerung kommt, die das nicht kapiert, warum, wofür das gut ist. Das heißt, es braucht beides. Ja? Und die Bewusstseinsbildung fast ein bisschen vorher. Die ist auch nicht so teuer. Gut, ich schaue nochmal in den Raum. Bitteschön. Ja, Sebastian Beigelberg, Raumplaner. Ich wollte nochmal auf das, was Sie, Frau Hamann, gesagt haben, zurückkommen mit dem Finanzausgleich. Natürlich ist es eine wunderbare Möglichkeit, weil es, wie werden denn die Bauwerke in den Kommunen finanziert? In der Regel über Bedarfszuweisungen. Für die Bedarfszuweisungen gehen die Bürgermeister und die Kommunen zum Land Klinken putzen. Dann kriegen sie ein Geld oder keines. Und natürlich könnte man einen Teil dieses Finanzausgleichs auch in einen Topf legen, der dann Infrastrukturprojekte oder Bauprojekte in den Gemeinden fördert, nach bestimmten Kriterien, die deutsche Städtebauförderung. Oder ebenso in der Schweiz gibt es die Agglomerationspolitik, das ist ja auf Infrastruktur bezogen, wo sich die Kommunen in Wettbewerben um Fördergelder des Bundes bewerben können. Und damit hätten wir auch gleich dieses Klinkenputz-Thema des Finanzausgleichs der Bedarfszuweisungen miterledigt. Sie sprechen aber jetzt etwas Großes gelassen aus. Also die Neuordnung des Finanzausgleichs, daran sind schon mehrere Regierungen jahrzehntelang gescheitert. Wieso sollte sich das morgen ändern oder in einem Monat? Da bin ich jetzt wieder Realist, sozusagen. Da halte ich es mit einem geschickten Lobbying, was der Gelewitz da vorschlägt, beispielhaft wie der Klima- und Energiefonds, einen Fonds, in einem, auch im Verhältnis überschaubaren Ausmaß zu schaffen, weil das wichtig ist, das braucht man jetzt nur an ein professionelles Vergabeteam und dann wäre für die, die auf sowas warten. Und wenn sie herumspricht, das ist Glas und die Leute haben auch was davon. Also das ist ein wichtiger Punkt, das ist ja nicht sozusagen, Baukultur ist ja nicht etwas, das ein Abstraktum im Raum steht, sondern das ist ein funktionierender Platz, das ist eine tote Gewerbezone, die nachher lebendig wird, weil es intelligent gemacht wird. Das ist ja nicht ein hoher ästhetischer Wert, es ist auch ästhetisch, aber vor allem für die Menschen, die dort leben, so ist der Ort dann besser. Weil sich das herumspricht, und es gibt ja schon einige Vernetzungen. Ich glaube, nichts ist erfolgreich als der Erfolg. Wie hast denn du das Geld her, Herr Bürgermeister? Ja, das habe ich mir da vom Baukulturfonds geholt und das habe ich einen schönen Platz gekriegt. Ach so, kann ich das auch machen? Ja, aber du musst dann Architekten und Architektinnen, die das, aha, wo kriege ich das? Ja, dort und dort. Und dann kommen sie und sagen, hallo, ich wüsste, wie es geht. Oder ihre Nachbarin, ja. Also da, ich halte das halte ich für machbar und das hätte man jetzt, das eigentlich die ÖVP, also wenn sie, könnte ja unwahrscheinlich sein, dass die ÖVP Regierungsverhandlungen führt, ja. Setzt sie die Verhandler dafür ein? Also ich kann sagen, ja, weil sich die anderen vergleichsweise bewährt haben. Ella Lang, Architektin. Die Finanzierung ist das eine Thema. Ich möchte das kurz ansprechen zu den Amateuren in den Gemeinden. Genau daher, Korja, setzt sie nämlich an, und zwar, dass der Bürgermeister dann sagt, und jetzt nehmen wir mal den Architekten, mit dem er vielleicht auf Urlaub war, oder vielleicht mein Baumeister, mit dem er in der Therme war, und genau das ist die Backelei bei den Bürgermeistern, die zum Speim ist und ich die einfach nicht mehr aushalte. Und genau deshalb haben wir kleinen Architekten keine Chance, weil genau die Backelei in den Gemeinden, teilweise natürlich auch in Wien ist, und die kleinen Architekten nicht zum Zuge kommen. Das ist das eine. Und zu dem Thema Amateur,
in jedem Job, wo du dich bewirbst, gibt es eine Job Description. Du musst dich bewerben, es gibt ein Bewerbungsgespräch und du musst gewisse Eigenschaften haben. Ja. Ich kenne sehr viele niederösterreichische Bürgermeister, österreichische Bürgermeister und da frage ich mich dann teilweise schon, ja, es sind Amateure und wie kommen sie zu diesem Job? Es ist eine sehr verantwortungsvolle Position, Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu sein. Da stelle ich jetzt die Frage in die Runde, wo glauben Sie, könnte man ansetzen, so eine Art Job Description für Bürgermeister auch zu machen, einerseits? Und was sagen Sie dazu, auch gewisse Entscheidungsebenen zu enthebeln, damit der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin nicht so viel Entscheidungsgewalt hat bei gewissen Bauprojekten unter anderem? Danke. Ich würde die eine Wortmeldung da hinten gerne noch dazu nehmen, damit wir dann in eine letzte Runde gehen können. Oder möchte noch wer? Sie auch? Sie dürfen schauen. Ja, bin ich, oder? Ja. Okay, Christian Aulinger, Architekt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal ausrücke, um die Bürgermeister zu verteidigen, aber irgendwie ist das so ein Reflex. Es gibt dann immer so Runden, wenn Sie sich einen Außenfeind gefunden haben und es niemandem wehtut, dann ist der oder die Gruppe dann halt schuld. Es ist ja keiner da heute, glaube ich. Das meine ich ja. Es ist ja, das ist ja einfach. Ich habe jetzt hier, was Bauprojekt betrifft, auch nur diese anekdotische Evidenz, aber vielleicht, weil ich ein bisschen älter bin als die Kollegen, ein bisschen mehr anekdotisch auch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern erlebt. Und ich kann dieses generelle Vorurteil überhaupt nicht bestätigen. Ich kann aus einem anderen Zusammenhang auch nicht bestätigen, dass wenn man sagt, ja, die Professionalisierung der Institutionen würde das Ganze heilen, dass das dann ablesbar wäre. Also wieder anekdotisch, als Mitglied der Jury für den Staatspreis Architektur waren wir viel unterwegs im Land und es war nicht so, dass die tollsten Projekte dann in den von professionellen Strukturen geführten Gemeinden, Städten gestanden sind, sondern auch in diesen ganz kleinen Gemeinden. Es ist völlig richtig, was gesagt wird. Es ist ein ganz wichtiges Element, dass man die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sozusagen an der Hand nimmt, abholt und versucht, ihnen, was immer unser Baukulturverständnis ist, hier näher zu bringen. Aber es ist absolut nicht der Fall, dass diese quasi dass die Nichtqualifizierung in diesem Zusammenhang der Grund allen Übels ist. Das stimmt einfach nicht. Es ist Pech und es ist Glück. Es gibt die eine Gemeinde, da kann ich als Architektin oder als Architekt wunderbar arbeiten und in der Nachbargemeinde nicht. Aber diesem Glück oder Pech werde ich immer ein bisschen ausgesetzt sein. Und dem bin ich aber auch ausgesetzt, wenn ich in einer großen Stadt Institutionen habe mit studierten Architektinnen und Architekten und so weiter. Also ich muss mit dem leben und ich kann mich aber sehr gut dazu bekennen, dass wir Strukturen haben, die sich auf dieser Gemeindeebene organisieren, weil das wahnsinnig wichtige Strukturen sind, demokratiepolitisch gedacht, weil ich es auch wahnsinnig wichtig finde, dass sich Leute zum Beispiel in Gemeinderäten engagieren und mitreden, also um ihre gebaute Umwelt. Und das hat Schwächen, das gebe ich völlig zu. Wir werden immer damit kämpfen müssen, aber das wird Teil unseres Arbeitens und unseres Lebens sein, damit zu arbeiten. So ist es halt. Okay, danke schön. Da drüben noch. Hey. Andreas Wausch von der Österreichischen Gesellschaft für Architektur. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das eigentlich irgendwie mir jetzt da komplett abgegangen ist in der Diskussion und das, was meiner Sicht fundamental ist, wenn wir über Baukultur sprechen, nämlich das Thema der Bestände, also dessen, was wir hier um uns haben, zum Beispiel auch, und wie wir damit umgehen, weil wenn wir von ökologischen Rahmenbedingungen reden und so weiter, wie Sichercore zum Beispiel oder auch andere, dann fängt es einfach nicht bei den Werten an und auch nicht bei Verdichtungen an, weil Verdichten wohin und wie und in welcher Form, so nämlich, dass diese Menschen, die in diesen verdichteten Städten leben, nicht jede Fluchtmöglichkeit suchen, um irgendwo hinauszufahren, wo sie dann erst wieder Hektar versiegelte Fläche in Form von Verkehrsflächen verursachen. Ja. Also die Verdichtung alleine, die ist noch keine ökologische Methode, mitnichten. Aber was sehr wohl
ursächlich und direkt mit einem ökologischen Bewusstsein zusammenhängt, das ist unser Respekt für das, was vorhanden ist. Weil es gibt überhaupt keine ökologische Stadt, die meint, die Stadt neu erfinden zu wollen. Ja. Sei es ja auch noch so mit Herrn Gara, mit besten Dämmwerten ausgestattet für das Klimaziel 2050 oder wann auch immer. Ja. Das heißt, wenn wir die Stadt nicht so, wie sie ist, intelligent nutzen, dann werden wir keine ökologische Stadt haben. Ja. Und es gibt durchaus eine bundespolitische Kompetenz für diese Bestände auch. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Reizwort jetzt in der Runde vielleicht, Welterbe. Ja. Weltkulturerbe ist Bundessache, ja, Bundesgesetz. Wir haben prominente Fälle, wo dieses Welterbe von einer Gemeinde, der Gemeinde, in der wir uns befinden hier, in Frage gestellt wird, gefährdet wird, der Bund schreitet nicht ein, obwohl er das könnte. Ja. Es würde mich interessieren von allen Wahlwerbenden, hier vertretenen Wahlwerbenden Parteien, also SPÖ und FPÖ, wäre natürlich auch interessant, wie sie dazu stehen und wie eine künftige Regierung, der sie vielleicht angehören oder auch nicht angehören, aber auch eine Opposition hat eine wichtige Rolle, damit umgehen soll. Gut, danke auch dafür. Eine letzte Wortmeldung noch hier. Sie wollten nichts mehr sagen? Nicht? Okay, dann da noch und dann machen wir eine letzte. Urheber, Architekt, Pensionist, möchte das Thema zurückbringen auf den Umgang mit Grund und Boden, speziell im ländlichen Raum. Es sind doch, wie die Zahlen am Anfang gezeigt haben, die größten findet der größte Flächenverbrauch im ländlichen Raum dort unkontrolliert statt. Die Ursache liegt in meiner Erfahrung sicher bei der Kompetenz des Bürgermeisters und bei dem Nichtwahrnehmen der Kompetenz der Länder mit der Raumordnung. Ich habe aus der Steiermark die Erfahrung, dass die Kontrollfunktion der Raumordnung dort nur wahrgenommen wird, um zu überprüfen, ob das Verfahren der Umwidmung den Vorschriften entsprechend durchgeführt worden ist. Also eine raumordnerische Verantwortung wird nicht wahrgenommen, das liegt in den Händen des Bürgermeisters bzw. der Gemeinderäte. Und wird getrieben in erster Linie von der Schwäche der Landwirtschaft. Denn Flächen, die umgebaut werden, die umgewidmet werden im Bauland, sind in der Regel landwirtschaftliche Flächen. Und diese landwirtschaftlichen Flächen werden veräußert, weil die Betriebe Geld brauchen. Sie kriegen in den alpinen Regionen sind die Bauern sowieso schon durch die Förderungen zu Landschaftspflegern und nicht zur Lebensmittelproduktion umfunktioniert worden. Mhm. Danke herzlich. Gut, dann gehen wir in eine... Einen kleinen Satz ja. Noch, wenn es nicht stört. Ich meine, die Kompetenz, die raumordnerische Kompetenz muss von den Bürgermeistern weg. Die Länder müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und was die baukulturellen Leitlinien des Bundes betrifft, frage ich mich, wie weit die wirklich wirksam werden bei unserem Subsidiaritätsprinzip und bei der Kompetenz der Bauangelegenheiten bei Ländern und Gemeinden. Gut, jetzt steht einiges im Raum. Von Bürgermeistern war mehrfach die Rede und ihren Kompetenzen. Ebenso die Frage, sind Wettbewerbe die Lösung? Die Frage nach der Raumordnung und auch nach dem Weltkulturerbe. Suchen Sie sich was aus für diese Schlussrunde, jeder und jede von Ihnen, bitte. Vielleicht kann ich das ein bisschen verbinden. Also ich bin jetzt nicht für eine Job Description für Bürgermeister, das würde den demokratischen Prinzipien widersprechen. Aber ich kann dir nicht ganz folgen, was die Verteidigung aller Bürgermeister und Bürgermeisterinnen betrifft, weil natürlich kann man die nicht unter einen Hut und irgendwie verurteilen oder so, das ist ja gar keine Frage. Aber die Strukturen, das System verleitet dazu oder, wie soll ich sagen, verhindert manchmal Baukultur. Ja? Und wäre das nicht der Fall, dann würde es diese ganzen Bemühungen von Reporter, Beirat und so weiter gar nicht geben. Also wenn man heute über... Insofern ein Missverständnis hat er mit
aber ich möchte die Kompetenzen in Frage stellen. Es tut mir eben leid. Ja. Also das, ja, und zwar warum? Weil das ist das System, das ist die Struktur, wenn die Kompetenz da ist, das habe ich ganz am Anfang gesagt, ja. In der kleinen Gemeinde sieht man es am deutlichsten. Und dann sind Verwandtschaftsverhältnisse oder Freundschaftsverhältnisse da, dann ist es wahnsinnig schwierig. Oder auch Möglichkeiten, dass die Gemeinde zu Geld kommt, ja, aus welchen Gründen immer, dann ist die Gefahr groß, dass man die Baukultur als größere Einheit sozusagen vergisst und dann wirtschaftliche Aspekte oder welche auch immer in den Vordergrund setzt. Verhindert es aber das Land, ja, und ich wiederhole wirklich das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, oder sogar der Bund oder Europa das und hat das sozusagen einen zentralistischen Aspekt, dann tut sich der einzelne Bürgermeister auch leichter, Entscheidungen zu treffen, ja, die er dann immer noch hat in gewissen Bereichen. Ja. Das ist sozusagen das Problem. Und hätten wir diese Kompetenz der Bürgermeister im Detail nicht, ja, dann würde unser Land nicht so zersiedelt ausschauen, dann hätte man nicht solche Versiegelungen und so weiter. Weil wenn wir über Oberösterreich drüber fliegen und dann über Bayern, dann sieht man an der Grenze den Unterschied. Und das ist das, was der Christoph Koyer zuerst gesagt hat. Das heißt, das ist ja auch eine Art von Zentralismus, den man da fordert. Ja, wir wollen da ja mehr sozusagen Kompetenz in zentralen Bereichen, damit im regionalen Bereich nicht so viel passiert. Und da kommen wir jetzt gleich zum Denkmalschutz. Dort ist genau das Gleiche und dort ist es noch ärger. Ja, weil dort, wo die Denkmäler nicht geschützt werden können von den Bürgermeistern, auch von den Ländern und so weiter nicht, weil der Druck seitens der Wirtschaft sehr groß ist, dort braucht es höher geordnete Institutionen, die das gewährleisten. Und wenn man die zerbricht, dann darf man sich nicht wundern, dass man so ausschaut, wie man ausschaut. Gut, brauchen wir mehr Zentralismus? Brigitte Jank. Also jetzt könnte man es jetzt einfach machen und sagen, in Österreich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen den Bund ab oder wir schaffen die Länder ab und dann lösen sich viele Probleme von selbst. Aber es ist nun einmal so, wie es ist. Und ich glaube, dass gerade in der Frage der Baukultur, und ich bin relativ viel aufgrund meiner gutachterlichen Tätigkeit auch in den Bundesländern unterwegs und habe sehr viel mit den Gemeinden und mit den Bürgermeistern und den Geschehnissen dort zu tun. Ich teile also diese Einschätzung, diese negative Einschätzung, dass alles ganz fürchterlich ist und die Korruption da nur so laufen würde, nicht, weil ich ganz einfach komplett anderes auch erlebe. Ja, also jetzt bin ich in einer anderen Situation wahrscheinlich und Vergaben mögen schon auch da oder dort was mit Nähe zu tun haben, wobei jetzt nicht persönliche Nähe unbedingt meine, sondern ganz einfach örtliche Nähe. Also auch eine Beschäftigung des eher örtlichen Handwerkerpools oder was auch immer, das mag vielleicht da oder dort eine Rolle spielen, aber am Ende des Tages will jeder Bürgermeister auch wiedergewählt werden und das bedarf auch eines Umgangs mit seiner Aufgabe, so wie sie zu erfüllen ist. Und ich glaube, gerade die Bürgermeister sind sich da dieses Umstandes sehr bewusst und ich denke mir halt, Wettbewerb für den Einzelnen ist halt zunehmend eine Frage und gerade in den freien Berufen, glaube ich, eine ganz besonders schwierige. Ich verstehe Ihr Gefühl auch, aber ich kann es also aus meiner Erfahrung heraus auch nicht teilen. Ich denke, dass unsere Struktur, nämlich auch das Wissen vor Ort, und da meine ich jetzt nicht die Beauftragung, sondern auch das Wissen vor Ort, was ist verträglich für eine Gemeinde in Widmungen, die ja letztendlich, also wir haben schon Landesraumordnungen auch, also die ja denen auch zu folgen haben. Da sind die Bürgermeister und der Gemeinderat. Der Bürgermeister ist ja nicht alleine Herrscher des Geschehens, sondern der muss ja mal seinen Gemeinderat auch überzeugen davon. Sind da, glaube ich, ganz einfach auch Personen, die in aller Regel diese Aufgabe auch entsprechend erfüllen. Ansonsten kann man natürlich über die Gesamtthematik, und wir sind ja in den Themen auch ein bisschen gesprungen, glaube ich, viel länger, ausführlicher diskutieren, und wäre es auch wert. Und vielleicht sind ja jetzt gerade diese baukulturellen Leitlinien auch die Möglichkeit,
Diskussion in diese Richtung voranzutreiben und wirklich eine breite, weil das jetzt einmal im Ministerrat beschlossen ist und dort einstimmig durchgegangen ist, ist das eine, aber dass auch was daraus wird, ja, dass es also tatsächlich auch das Licht der Welt in der Umsetzung erblickt, glaube ich, bedarf noch vieler Informationen, Diskussionen, Bewusstseinsbildung. Na, die Idee des heutigen Abends war ja, Sie genau darauf festzunageln. Ne? Ja, genau, es wird mich, also zum Welt, aber schon noch ein genaues, festgenageltes Statement von Ihrer Seite als Vertreterin der Partei, die ja angeblich den nächsten Kanzler stellen wird. Die Umfragen. Also, sehen, weil Sie werden verantwortlich, also, oder Ihre Partei wird Verantwortung dafür tragen. Ja? Wird man einer Staat oder einer Gemeinde erlauben, unter Vertragsbruch ein Welterbe, das besteht, in Gefahr zu bringen oder zu verlieren? Ja? Naja, ich würde das jetzt... Wie man sozusagen das Welterbe über die Gemeinde... Lassen wir es jetzt nicht zu sehr abgleiten in diese eine Diskussion, vielleicht können Sie kurz antworten. Ganz am Ende der Diskussion. Ganz kurz, ich würde das gerne beantworten, wenn ich wüsste, und das ist Ihre Aussage für mich neu, wenn ich wüsste, dass der Bund das letztendlich verhindern kann. Nachdem ich das nicht weiß und jetzt das auch nicht ganz einfach hinnehmen und glauben möchte, beantworte ich es nicht, zumal ich persönlich ja auch, ich habe es eingangs erwähnt, auch nicht mehr parteipolitisch in einer Funktion tätig sein werde. Persönlich, Sie können mich um meine persönliche Meinung fragen, persönlich bin ich der Meinung, dass man das Weltkulturerbe nicht aufs Spiel setzen sollte oder hätte sollen. Okay, danke schön. Wer möchte als Nächster? Ich leite über die Bürgermeister. Also ich bin schon ein Fan von Vorbildwirkung guter Projekte. Also wirklich diesen Anreiz auch entsprechend zu schaffen. Ich glaube, das haben Sie schon vorher ausgeführt, es ist ja nicht nur der Bürgermeister, sondern es geht letztendlich auch um die Kultur und Entwicklung auch der Gemeinderäte. Ja, dass die sich mit den Themen, auch baukulturellen Fragen, einfach auseinandersetzen und hier auch diese langfristige Wirkung in die Richtung sehen. Ich glaube, dass das gesamt wichtig ist. Natürlich ist es gerade, was die Verfahren, die Wettbewerbsverfahren betrifft, da teile ich die Meinung, dass also gerade oft sehr viele Kleine sehr schwierig haben. Ich glaube, da funktioniert es auch nur, wenn diese Dinge einfach transparent darstellen, offengestellt werden, dass man Einsicht nehmen kann, wie diese Abläufe passieren, was die Grundlage der Entscheidungen waren. Ja, also dass die Transparenz hier einfach ein viel stärker gehandhabt wird, als das bisher der Fall ist. Ich würde auch noch eine andere Richtung gehen, weil letztendlich kann sich ja jede Gemeinde dazu verpflichten, freiwillig diese baukulturellen Richtlinien einzuhalten. Ja, also man könnte auch in diese Richtung gehen, dass man nicht nur sagt, ich warte irgendwo, bis der Bund vielleicht etwas tut oder nicht tut. Es kann ja auch eine freiwillige Selbstverpflichtung sein. Ja. Ich kann ja auch jene Gemeinden quasi auch hervorheben und sagen, okay, das sind jene, die gewillt sind, sich an diese Spielregeln zu halten. Und ich würde auch noch den nächsten Schritt gehen, zu sagen, okay, bewerten wir doch bestehende Projekte nach diesen Richtlinien und schauen wir uns an, was nicht funktioniert hat oder wie es eigentlich sein sollte, um auch im Sinne der Bewusstseinsbildung es konkret zu machen, was das heißt. Ja, weil ich kann letztendlich Bewusstseinsbildung nur an ganz konkreten Projekten machen, sonst ist das theoretisch allgemein und ist sehr, sehr schwer vermittelbar. Ja, also in dieser Richtung stelle ich mir schon einige Möglichkeiten vor, das auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und ich bin schon auch der Meinung, dass sich auch, sage ich, die Bürgermeister, die Kultur, dass sich das letztendlich schon auch verändert und verändert hat und in einem Prozess ist, wo sie es auch in Zukunft stärker verändert. Ja, es kommen jüngere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen hoffentlich und dass das Thema letztendlich hier eher proaktiv angegangen wird und auch dann, wenn man in Richtung der Finanzierung geht, Finanzausgleich, auch hier quasi darüber den Wettbewerb schafft, dann glaube ich, dass man hier schon einiges bewegen kann. Also nicht nur warten, was möglicherweise eine Regierung oder der Bund tut, sondern eigentlich aktiv voranschreiten und sagen, okay, wir machen das. Konkrete Anregung, Gemeinde Wien, man könnte sich gleich selbst verpflichten, diese Baukulturrichtlinien einzuhalten. Sie sind Regierungspartei. Wir haben sozusagen in einer ähnlichen Form Landesrichtlinien für öffentliche Bauten, die in eine ähnliche Richtung gehen.
Der will nur auf die Bürgermeisterdiskussion, die scheint mir wesentlich. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Herr Auling und Sie haben beide recht. Ja. Also ich kenne Staatspreis für Architektur, ich kenne einige Initiativen, wo wirklich die ganz tolle Gebäude von ganz tollen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen realisiert und weil das ein Anliegen ist. Was wir haben ein enormes Ost-West-Gefälle. Also es macht einen Unterschied, ob du das in Vorarlberg diskutierst oder, so jetzt muss ich Bundesland sagen, ich nenne zwei, in Niederösterreich oder Steiermark. Ja, also da ist das einfach, in Vorarlberg ist das tief verankert. Ja, also da haben wahnsinnig viele kleine Gemeinden einen Gestaltungsbeirat, machen Wettbewerbe mit einer Selbstverständlichkeit. Also das ist tief verankert. Also wenn man durch Niederösterreich fährt und sich manche neuen Feuerwehrhäuser anschaut, das so ist undenkbar in Vorarlberg zu errichten. Ja. Und darum halte ich den Vorschlag, die zu unterstützen, und das ist jetzt eine minimale Professionalisierung. Also wenn, wie mache ich überhaupt einen Wettbewerb? Das ist ja in der Tat ja auch vergaberechtigt, das ist ja alles nicht ganz trivial. Ja. Sie kennen auch etliche, dann wird das angefochten, weil ein Verfahrensfehler ist. So, und wenn der Nachbar von den von ihm so skizzierten einen Zugriff auf einen Fonds hat, der professionell verwaltet ist und so etwas auf die Füße zu stellen, dauert 6 Monate, das dauert nicht lang und er kriegt für die Vorbereitung des Wettbewerbs nur dann ein Geld, wenn er die Richtlinien einhält, glaube ich, könnte man sehr viel bewegen. So. Das Zweite ist, und wirklich, das kann ich Ihnen im Detail ausführen, eine Diskussion danach in 4 Augen oder Herz, schauen Sie sich das an, es ist wirklich vorbildlich, was in Salzburg jetzt probiert wird. Die Landesebene, das neue Raumordnungsgesetz von Maßnahmen der Zersiedelung über Befristung von Baulandwidmungen, über genau die hier angesprochenen Regionalpläne, die in einzelnen Regionen realisiert werden sollen, die zu 50% vom Land bezuschusst werden. Das ist wahnsinnig viel erreicht, weil es einer Landesregierung und einer zuständigen Mitgliederlandesregierung wirklich wichtig ist. Oder die Schlüsselrolle kommt den Ländern zu, es könnte sagen, es sollte Bundeskompetenz werden, ja, die glaube ich jetzt da nicht. Aber wie wenig auch in Landesauseinandersetzungen das eine Rolle spielt und wie sehr, also vor Richtung Zwettland, schaut er an, was in den letzten 10 Jahren, nicht vor 30 Jahren, am Rande von Horn, an diesen, was da wuchert. Ja, im Jahr 2015 neu ausgewiesen wird, während die Ortskerne verkümmern, also da hat das Land die Verantwortung und es ist keine Entscheidung der Gemeinde, ob sie große Erweiterungen von Gewerbe- und Handelszonen am Rande ausweist. Da ist alles landesgenehmigungspflichtig in Salzburg ab 300 Quadratmeter neu. Also ich bin auch gestaunt, was dort möglich wird. Also da gehören die Länder wirklich in die Pflicht genommen. Jetzt weiche ich dir natürlich nicht aus. Ja. Wir haben schon viele Diskussionen und Meinungen gekreuzt mit Weltkulturerbe. Aber weil du im zentralen Punkt recht hast, die gebaute Stadt hat entsprechend oder das gebaute Land hat eine besondere Aufmerksamkeit. Da haben wir das Institut des Denkmalschutzes. Das gehört gestärkt. Wo wir nicht einer Meinung sind, ist, dass wir an eine internationale Institution, die aus meiner Sicht, wie du weißt, da werden wir uns nie, und wenn wir jetzt 2 Monate, Gott möge abhüten, in Klausur fahren müssten, nähern wir uns nicht an. Ja. Das ist unsere Aufgabe, Widmungsfragen, Denkmalfragen zu lösen in einer Demokratie und nicht an eine aus meiner Sicht sehr dubiose Entscheidungsgruppe abzugeben. Nein, das soll keine zwingende Bundeskompetenz sein. Und das erlaubst du mir jetzt schon zu sagen, dort wird kein denkmalgeschütztes Gebäude abgerissen. Naja, ich habe auch nicht für Denkmalschutz in dem Fall geredet. Okay, nein, aber, die Kiste, aber du hast nicht mehr da, wir haben Denkmalschutz, das sollen wir ausdehnen. Ja? Achtung, ob nicht das Denkmalamt, da gibt es Überlegungen, das auszugliedern, das zu schwächen, da müssen wir sehen, die können auch personell entsprechend ausgestattet. Es gibt andere Institute,
die das stärken sollen. Aber nein, in dem Fall, das Weltkulturerbe soll keine hoheitliche, zwingende Funktion bekommen. Das soll sich die Demokratie in Österreich selber. Aber das ist ja ein Widerspruch, wenn du auf der einen Seite sagst, der Denkmalschutz... Ich weiß auch nicht einigen der Frage. Naja, aber das AZW wird uns sehr bald einladen, genau zu dem Thema zu diskutieren, nehme ich an, weil da wird schon ein bisschen was aufzuklären. Darf ich genau diese Frage ausgliedern, entweder in den informellen Teil nachher oder in eine sicher noch folgende Veranstaltung. Wir haben jetzt viel länger geredet, als wir hätten dürfen. Ich hoffe, das verzeihen Sie uns. Wir haben auch leider nicht alle Fragen geklärt, die wir hätten klären müssen. Ich hoffe, auch das verzeihen Sie uns. Was ich so mitnehme, ist ein Auftrag, Politik zu machen. Ja? Und zwar auf allen Ebenen, jetzt nicht nur, dass sich die einen immer auf die anderen ausreden. Und was die Plattform Baukulturpolitik von dem Ganzen mitnimmt, möchte ich jetzt die Renate kurz noch bitten, in einem abschließenden Wort. Abschließende Wort ist aus meiner Sicht natürlich in erster Linie mal ein Wort des Dankens. Danke für eine kontroversielle Diskussion. Alle, die Sie hier sitzen, haben vielleicht schon etliche unserer Diskussionen miterlebt. Die Kontroverse ist, glaube ich, endlich angekommen im Thema. Das gibt Hoffnung. Eine der allerersten Bemerkungen hier war das Einfordern der Verantwortlichkeit der Zivilgesellschaft. Als Plattform, glaube ich, sind wir ein Teil der Zivilgesellschaft und ich darf mich bei allen bedanken, die hier sitzen und die dieser Plattform angehören und möglich machen, dass wir überhaupt in irgendeiner Form unserer Verantwortung hier nachkommen können. Das sind die Kammern, das sind die Schulen, das sind die Häuser, das sind viele kleine Organisationen. Und aus meiner Sicht gibt es da eigentlich nur eine Replik drauf. Ich denke, wir kommen unserer Verantwortung nach und ich erlebe den österreichischen Bund als defensiv, gerade im Vergleich zu ganz vielen anderen europäischen Staaten, auch im Vergleich zur Europäischen Union, was Baukultur und die Umsetzung von Baukultur angeht. Und ich kann Ihnen versichern, so gut wir es können, kommen wir unserer Verantwortung nach. Wir würden uns das von Ihnen auch wünschen. Herzlichen Dank und gutes Weiterdiskutieren.